Noch und dann klicke ich da drauf und dann sind wir gleich live. Und dann sind wir gleich live. Da. Hau ihn. So, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist Neo Energy. Heute bin ich unterwegs mit meinem Schwabenpack, Julian und Ralf. Und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber das Personal begehrt auf. Wieso? Warum? Weil wir ein eigenes Profilbild wollen. Die wollten ein eigenes Profilbild und haben jetzt den Chef herausgefordert. Und es ist an der Zeit, ihnen zu zeigen, wer der Gamer ist. Also ich. Und deswegen spielen wir heute eine Partie gegeneinander. Ich krieg einen Computergegner, die hübsche Siri. Hast du Isabelle? Weiß ich noch nicht, das ist ein Zufall. Ja. Achso, ich habe gedacht, du hast Isabelle eingestellt. Oder willst du Siri haben? Gib mir Siri. Weiblicher Beistand. Oh Gott. Oh Gott. Er schmerzt mit der Birne. Dann kriegt er Siri, jetzt kriegt er Siri. Oh, Isabelle. Ja, das ist die KI. Ich weiß. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir ins Match. Wir spielen. Map wolltest du noch ändern. Ah, egal. Ja, spielen wir. Die KI kennen wir schon von daher. So, das. Dann ärgern wir den. Welchen spiele ich wohl? Ich weiß es noch lange nicht, wen ich spiele. Du weißt auch nicht, welchen ich spiele, ja? Ist völlig unklar. Ja. Ist keiner. Ich weiß. Oh, dann würde ich mal sagen. Gibt es auf die Oma gleich. Unfassbar, wie das spielt, ey. Ich hab's aus der Reihe, gell? Eigentlich hätte ich Isabelle nehmen sollen. Nee, also ich kenne jetzt nicht die Fähigkeiten, die ich. Ich kenne die Fähigkeiten von dem Typen auswendig. Alle. Alle, ich habe sie alle gelesen, ich weiß. Ja, er hat den Charakter studiert, ich hab's genau gesehen. Ja, ja, natürlich hab ich das studiert, hallo. Ich muss also mal wissen über den. Das gibt's, ist der Orochi für ihn. Da gab's das Halo Wars 2 Gefechtszertifikat für. Nö. Sie haben teilgenommen. Da ich durch den Gefechtsleben gemacht hab, wenn ich mit Outrun gewartet hab, in der Kampagne. Ah, so. Heimlich. Was, das Heimlichmanöver würde das machen? Denn das ist kein Heimlichmanöver. So. Ach, ich bin gelb, ist doch scheiße. Mach gleich das Heimlichmanöver. Schweigen und zuhören. Bewegung. Aha, ich bin da. Energieextraktor errichtet. Schweigen, Dummköpfe. In Position begeben. Erstmal die Echo ein bisschen antreiben, wa? Angriffslager errichtet. Wo? Aber die Server ruckeln immer noch, ne? Ja, hab schon eine Kampagne gemacht heute und daher. Selbst eine Koop-Kampagne ruckelt, ist sie blöd. Also es liegt nicht am Spiel selber, sondern an dem Servern von Microsoft. Vermutlich. Zumindest das, was sie im Internet schreiben. Errichtet. Ist halt unheimlich nervig. Wir werden von ihren Fahrzeugen angegriffen. Zeit auf Kollision zu gehen. Auf in die Schlacht! Denn jetzt. Oh, lol. Ja, so, das ist gerade Aktion. Wieso macht der jetzt Fuck, wenn er hochgeht? Wupp. Na egal, holen wir uns mal jetzt an die Ressourcen, die brauchen wir nicht. Wer denn ist? Ich danke dir schon mal. Mund halten und zuhören. Das war euch aus. Bewegung! Wir haben Bambi gerade gepackt. Kannst du mit denen auch Dings einsammeln oder wie? Wie wäre es mit einer Mission? Was denn? Ressourcen. Und beim Ghost? Nein. Ich schicke nur vor zur Sicherheit. Haben Sie einen Erkundungsauftrag? Wird doch langweilig, wie ich das machen könnte, oder? Nur ein bisschen. Ghost ist unterwegs. Harvester errichtet. Auf Kollisionskurs. Kuschelt ihr da schon mit Ihre Fahrzeuge auf den Hals. Nö, gar nicht. So hat meiner nicht funktioniert oder deiner?
schicken mir ihre Fahrzeuge auf den Hals. Du hast halt Feldzündungen. Und tschüss. Der cheatet doch. Nee, ich kämpfe. Ich sag doch, das Zertifikat ist halt echt ein SSA-Zertifikat. Das Zertifikat ist wichtig. Ja, ja, nur mit Zertifikat und Goldkante. Kommt mal weiter. Auch nur Gold mit Mitgliedskarte. Schweigen und zuhören. So, jetzt hab ich das. Also, jetzt kann ich weitergehen. Danke, Dennis. Ich geh aber weiter, wa? Waren doch eh deine Ressourcen. Nö, das war die waren in der Mitte, das heißt, hätten wir zwei ziehen können. Aber wir sind ja Feinde, das heißt, ich darf leider nichts hier geben. Mund halten und zuhören. Das war alles auf dem Gewissen, das wollen wir auch nicht, sowas. Oh. Rücke aus. Ich bin ein richtig krasser Chabo. Energieextraktor errichtet. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Upgrade für erweiterten Extraktor abgeschlossen. Na, ruckel, ruckel. Geht eigentlich gerade. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Was auch geht, Kopfschmerzen gehen gerade. Kamikaze Grunt-City. Mein Grunt meint zumindest halt gerade Kopfschmerzen. Tja, du bist halt auch ein Nubi. Abmarsch jetzt. So. So, scannt man durch die Lage, Schatzles. Was macht ihr da Schönes? Halt mal den Wächtern. Und tschüss. Ja, ich hab was, ihr Idioten. Wir werden von ihrer Infanterie angegriffen. Ja. Wird erledigt. Und schau mal, Dennis war auch da. Los, jetzt! Unsere Beute ist da! Ralf, der kommt zu dir per Kamikaze. Unsere Verbündeten greifen. Lol, das macht der Boxen hier. Witz, das ist dieser Witz gerade. Oh yeah! Yeah! Aus der Bahn! Ralf, ich brauche vielleicht Hilfe. Dafür darf ich gerade nichts zum Schicken. Haben verstanden! Wir haben das feindliche Gebäude neutralisiert. Ralf, hast du was? Warte kurz, Ralf, da mit dir. Oh, ja. Oh. Lila ist. Lila ist. Tja, oh mein Gott. Geschütz errichtet. So. Oh. Oh, mach mal auf die andere Art und Weise, meine Fresse. Sterbt. Unsere Verbündeten sind in Gefahr! Schweigt, Dummköpfe! Schweigt, Dummköpfe! In Bewegung! Muss was zermatscht werden! Zitadellen-Upgrade abgeschlossen! Mit dem kommt Cyber zurecht, oder? Ja. Ich habe jetzt nämlich die Befürchtung, dass mir dann sonst einer hier irgendwie in die Breitseite fällt. No, mich greif noch nicht an, dann wäre es zu schnell vorbei. Als ob. Sprung Brutes bereit! Na, Alter. Wie lauten die Upgrade abgeschlossen? Oh. Ich darf klicken. Gießerei errichtet. Oder was anderes. Kein Text hat gerade hier, so viel Scheiße in so einem Game. Upgrade für erweiterten Extraktor abgeschlossen. Ja, ich wollte gerade noch was Schönes schicken gerade, aber. Was soll zermalmt werden? Sind unterwegs. Harvester errichtet. Geschütz verbessert.
Geschütz verbessert. So, Gießerei. Außenposten errichtet. Feindliche Einheiten gesichtet. Oh. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Ist so bei dir. Hm. Ist eigentlich dunkel oder hellblau, Dennis? Das ist dunkel. Wie meine Seele. Aber Dennis, ich kann dir was sagen. Ich hab schon. Das ist nur der zweite Außenposten. Das ist nur der Außenposten, Dennis. Du hast gerade den zweiten. Und jetzt bei Ralf, ich kann dir was sagen, Dennis. Schön, dass du sowas hast, aber. Wir werden von ihrer Infanterie angegriffen. Harvester errichtet. Wieso haben Dennis eine Konfetti-Schande? Scheiße, ich versteh's immer noch nicht. Was hab ich? Wieso haben deine alten Konfetti, wieso spucken die Konfetti aus, wenn die hochgehen? Ja, Party. Denk doch mal drüber. Ach stimmt, das ist der Schädel. Schädel. Du weißt schon, mit wem du hier spielst. Harvester errichtet. Aus dummen Gründen leider ja, aber... Ne? Hey. Ich rede mit Dennis, nicht mit dir. Ich fand's halt cool, wenn immer so, hey, Konfetti! Hey, yo, du da hinten, komm her! Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Ja. Energieextraktor errichtet! Da, wo du nicht bist. Ne, ich will doch meinen... Upgrade so, für erweiterten Harvester abgeschlossen. Was? Warum? Ach, da ist der! Lol. Nein, ich lasse mich wieder hinfahren, du Scheiße. Wo ist das Dennis? Weiß eins nicht, was nämlich ich weiß. Dennis weiß nichts. Ja, aber davon viel. Das war haben. Upgrade für erweiterten Extraktor abgeschlossen. Und da sich mal umkümmern. Energieextraktor errichtet. Bereit, den Feind zu vernichten. Ah, das dauert alles so lang. Festungsupgrade abgeschlossen. Müsste schon viel schneller sein. Harvester errichtet. Er sagte, dass wir schneller sein müssen. Runtrop hier! Ich bin hier! Wo soll ich hin? Begeben mich in Position! Ralf, weißt du nicht, was ich gesagt habe? Warte, du bist jetzt, vergiss das nicht, was ich gesagt habe für den Tag. Mach ich doch gerade nebenher. Okay. Wenn du mal von der Hauptbase guckst, da siehst du es denn. Außerdem also wusste ich das schon. Ja, ich nehme ich nicht. Splitterminen erforscht. Weil das stackt, hier stackt es nicht, hier wechselt es tatsächlich. Bei mir stackt es bei mir. Bei mir nicht, bei mir hat er gewechselt. Schau mal auf meine Hauptbase, da siehst du es ja. Die Mauern sind für mich doch kein Hindernis. Das war die ganz äußere, oder? Rechts. Hier. Links. Ja, aber das steht nur normal Standardgeschütz bei mir. Ich werde vom Boden aus beschossen! Nö, weil ich hab die schon upgraded. Das ist ein Locus. Ja, einmal, aber die könntest du nicht kombinieren. Doch, wir sind kombiniert bei mir. Ich hab alle Geschütze bei mir. Schau mal, Geschütze dran, da siehst du es ja. Fahrzeuglevel 2 erforscht. Kanone, Außen,
Bei mir hat es sich gerade nämlich getauscht, weil ich hatte beide, das eine und das andere, jetzt ist es umgekehrt. Komisch. Ja, sollte es eigentlich sein. Es wird nur umgewandelt, es wird nicht gesteckt, Julian. Aber ich ja, ja, es ist ja, es ist richtig so. Errichtet. Also weißt du, da bleibt auch der Depp, schade. Also bei mir stackt es nicht, das ist ja nur im Koop so. Anführerfähigkeit bereit. Geschütz errichtet. Zitadellen-Upgrade abgeschlossen. Apex errichtet. Logis ist bereit zum Zerquetschen. Festungsupgrade abgeschlossen. Upgrade abgeschlossen. Oh, komm, hoch, hoch, hoch mit dir. Geschütz fertiggestellt. Harvester errichtet. Anführerpunkt erhalten. Rhoda ist bereit zum Angriff. Upgrade für erweiterten Extraktor abgeschlossen. Upgrade abgeschlossen. Also bei mir läuft es gerade nicht gut. Ich komme mit der Produktion der Einheit nicht hinterher. Ich hoffe, ihr habt da mehr Glück. Natürlich schade, denn es war sowas. Natürlich labert der wieder Blödsinn. Sind in Gefahr. Nee, ich seh's, er kommt nicht hinterher. Ich seh's. Ich war's schon stationiert. Er kommt hinterher. Tja, jetzt ist nur die Frage, wo ich stationiert bin. Was meine Einheit? Das ist mir geil. Kalt, Dennis, es ist kalt, da bin ich nicht. Anführerfähigkeit bereit. Ja, schon wärmer, ja. Kriegsrat errichtet. Vorbei. Bereit zum Aufräumen. Rücke auf! Ich will ein paar Kopfschüsse sehen. Hässliche Narbe. Unsere Basis wird angegriffen. Marauder wird aus der Apex errichtet. Der Feind zeigt sein Gesicht. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Level 1 erforscht. Möchten Sie etwas verbergen? Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Ich hebe mich in Position! Mein Blut wird den kargen Boden trinken. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Wenn du Hilfe brauchst, musst du schreien, gell? Was ist denn bisher? Das muss jetzt vor, das hat die Idee, die ich vorhatte. Wo werde ich gebraucht? Begebe mich in Position. Nein, der Arme, komm zurück. Mund halten und zuhören. In Position begeben. Was soll zermalmt werden? In Bewegung. In Bewegung. Da muss ich ja kaum meinen Hammer verheben. Na, Ruckel. Bewegung!
Oh ja. Außer Geschütz errichtet. Ich exekutiere sie alle. Die. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Ach, die Gardisten, einfach die Gardisten. Der Mist meldet sich zum Dienst. Was denn magst du? Ja. Er und ich sind pretty much best buddies. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Oh. Geht es bei dir? Was macht denn der? Macht nicht viel. Der meint, der kann da mal machen. Oh, das ist bei dir. Das ist ja Dennis an der Olle. Ihr bleibt da oben. Bleibt da oben. Da kann ich nichts mehr upgraden. Unsere Verbündeten. Guck mal, wie der sich zurückzieht. Wer? Dennis oder die Olle? Die Olle. Guck mal, die sich zurückzieht. Weil die Geschütze haben das fast alleine gemacht. Deswegen. Oh, 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 oh. Der Ralf, der hat schon seine Spezialeinheit. Alter. Schon lange. Die hat bloß gewartet, bis einer angreift. Bunker-Upgrade abgeschlossen. Was? Ganz ja, gut, ich hab Kollege. Meine Heldeneinheit. Nee, weil mein Gardist ein bisschen abgespackt ist gerade, deswegen. Luftfahrzeug Level 2 erforscht. Anführerfähigkeit bereit. Komm. Anführerfähigkeit bereit. Ein würdiger Gegner tritt vor seinen Schöpfer. Meinst du, das hat's jetzt gebracht? Achtung, der Feind ist hier. Machst du das oder wie? Upgrade abgeschlossen. Dann will ich noch hier einen davon. Infanterie Level 1 erforscht. Na, falsches Symbol. Mal hier einen davon. Banshee im Kriegsgebiet. Dann gehen wir hier noch mal ein bisschen. Plasmageschütze bereit. Oh. Bin unterwegs. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Noch ein Feind fällt meinen Kanonen zum Opfer. Ich sehne mich nach einem neuen Ziel. Apex errichtet. Okay. Läuft bei euch auch nicht gerade so rund. So. Glaubst du das, was da gerade dem Typ komme, ich spare meine Streitmacht? Das waren bloß meine Bauern auf dem Fach, damit ich Platz habe. Ich könnte jetzt mal die Würfel haben. Aber ich kenne ja meine Typen leider nicht Suizid machen, das geht ja leider nicht. Ich muss doch auf Schwarz, wenn du da bist. Okay. Wir sind bereit. Anführerfähigkeit. Ich bin wieder auf Kurzzug, okay? Gehst du schon? Schau mal zu mir, weißt du, was ich. Ja, ich weiß. Du bist aber langsam. Ich hab meinen schon eine halbe Stunde hier rumfahren. Ja, das ist mir egal. Ich bin unterwegs. Ich bin von daher. Ehrenschaft ist rückt aus. Die Feuer zu erledigen. Bin unterwegs. Geh, wenn du meinst. Aber Dennis, das war's dann. Da kommt noch was Größeres zu dir. Ja. Da kommt auf jeden Fall. Basis wird angegriffen. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Ah, also gut, für die erste Runde können wir mal, oder? Dann haben wir mal unseren Set gehabt. Das war endlich super. Niemand wird meiner Klinge. Okay, was sagen wir jetzt? Ich bin immer aware. Tschüss an die Gottes von Dennis. Was schön mit dir. Unser Ehrengardist muss geheilt werden. Achtung, feindlicher Ehrengardist.
Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Okay, hab doch noch nicht verloren. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Da habe ich mich zu früh, da habe ich zu früh aufgegeben. Da hätte ich noch weiter attackieren sollen. Ich habe Lust auf einen Kampf. Rücke aus! Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Ich lasse den Tod herabregnen. Sperrfeuer! Auf geht's weiter. Den. Ich habe Lust auf. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Plasma-Geschütze bereit. Ich lasse den Tod herabregnen. Anführerfähigkeit bereit. Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Oh. Nein. Begebe mich in Position. Rücke aus. So, Backup ist da. Hallo. Ich brauche Truppen. Hallo. Ich sehe den Feind. Was? Lokale Einheiten? Alle. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Aber dass das so arg ruckelt. Jetzt kommt er mit seinem Ruckeln wieder. Das war's noch nicht. Hundertprozentig. Sie haben ein Kanonenboot auf mich angesetzt. Oh. Gardist, schick gehen wir du rum. Du musst nach dem Pult mitlaufen. Sofort! Yay, 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 yay. Da haben die aber fleißig geübt. Schweig, fleißig geübt, würde ich nicht sagen. Anführerfähigkeit bereit. Feinde gesichtet. Unsere Basis wird angegriffen. Oh, guck mal da. Ich muss ein Benz in der Knoten reinbauen. Ja, mach doch. Okay, ich mach. Oh, da. Das sehe ich was. Anführerpunkt erhalten. Ja, deswegen. Ralf, kannst du das aufdecken bei dir, bitte? Danke. Nein. Ach, da ist noch Portal gerade. Ich hab grad meinen Orbitalschlag eingesetzt. Auf geht's, Jungs. Ja, aber. Hey, Danai. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Aber das war's noch nicht. Oh, doch. Hey. Oh, doch, Bild. Oh, doch nicht. Sieg. Sieg.
mal. Also ich glaube, wir kriegen bei mir steht Niederlage. Bei mir steht Niederlage. Ja, wir kriegen jetzt unsere Thumbnails, Julian. Jetzt haben wir es da mal. Mal gucken. Oh ja. Also ich glaube, die Stammes sind ganz klar verteilt hier. Ich war mehr mit dem mich aufregen über die Ruckler beschäftigt als. Oh. Ja. Die arme Seele. Oh. Guck mal, der ist auch voll ineffizient. Guck mal, was ich der Schreit macht, hat er für 29.000. Oh, also da bin ich ja wohl effizient. Ja, schau mal jetzt schon an, wie klein ich von selbst zerstört habe. 37. Natürlich stört das Spiel. 53 zerstörte Einheiten. Ja, ich glaube, das war schmerzhaft für ihn. Ja, das ist immer schmerzhaft. Gegen uns. Aber ich bin ein Ja, ich habe halt irgendwann mal nichts mehr abgebaut. Ich hätte. Ne, ich habe nur zwei Basen, von daher. Ich hätte noch die dritte bauen können und noch eine vierte, aber ich habe dann gedacht, komm, die Einheiten, die du hast, die reichen. Ja, aber ich war auf Maximum noch mit dem Scrap. Deswegen, mit dem Scrap Maximum heißt halt, dann geht's los. Vor allem das Scrap ohne Ding, ohne alle Abgaben. Ja, jetzt ist bei mir das Game auch gecrashed. Das bei mir doch nicht. Dann nehme ich kurz die Pause und bin. Oh, jetzt ist auch gecrashed. Das hat auch nicht gepissen. Ja, bei mir nicht. Sobald man ins Hauptmenü geht, dann. Okay, ich bin kurz bisschen da wieder. Ja. Du darfst nicht ins Hauptmenü. Ja. Aber jetzt hast du aufs Maul gekriegt, offiziell. Ja, offiziell. War aber ein gutes Match, muss ich sagen. Habt ihr gut gemacht. Meinst du, es bringt was, wenn ich die Grafik noch runterschraube? Ja? Du, das ist egal. Das haben wir schon getestet. Kackt trotzdem ab. Ne, ich meine Dings wenn, von den Rucklern. Wenn ich Singleplayer mache, habe ich keine. Ja, da habe ich auch keine. Ja, also da liegt sicher der Grafik. Es liegt eher drin, dass bei der Kommunikation und bei der Übertragung der Daten ein Lag entsteht und der ist so krass, dass es sogar spielanhaltend ist. Also ich würde sagen, es ist kein Grafikruckler, sondern es ist ein Game-Ruckler. Weil das Game auf die Antwort des Server wartet. So interpretiere ich das. Ist aber schon schmerzhaft, ne, wenn es so ruckelt. Weil wir haben im Koop die ganze Zeit diese scheiß Ruckler. Wobei, da sind sie nicht so schlimm. Also ich fand die Ruckler jetzt mal ein bisschen schlimmer als unsere Koop-Kampagne. Ja. Okay, dann sollte ich, glaube ich, euch lieber einladen für die Matches. Kein Unterschied. Gefühlt hat es gestern besser gelaufen. Was? Letztes Mal. Oh, Windows Sound. Ah. Ja, auch Samstag, jetzt zocken wir mehr. Jetzt habe ich einen eingeladen und muss jetzt nochmal. Alter Schweizer. Du kannst mehrere auf einmal einladen. Was das mir dann offen ist, aber hey. Mal. Kannst du den Widerling auch einladen? Oder? Du hast ihn ja gar nicht. Ich hab davon geredet, aber das ist ja immer nicht so. Oh, guck mal, hier beitreten. Ah, kein beitreten. Okay, weil hier. Fügen wir den mal hinzu als Freund. Ich glaube, dass ich das mache. Meinst du? Den Widerling? Ja, so ganz sicher bin ich mir nicht, aber ey, scheiß drauf. Pass auf, nicht, dass du ein Virus kriegst. Ja, irgendwas Ansteckendes, Krankheitsmäßiges und so. Bub. Wir spielen, glaube ich, nochmal ein Match. Aber dann müssen wir anders ändern. Oder willst du gegen ihn? Gegen was? Nee, ich nehme blau. Ja, dann muss Julian noch rot machen. Du willst schon irgendwas spielen, oder wie? Ach, er stellt die KI hoch. Aha, er cheatet. Wieso cheaten das? Schwach. Dennis, du bist schwach, Dennis. Aber die einzige Gefahr war die KI am Anfang. Ja, die wird euch jetzt töten. So. Ja, du weißt aber schon, dass es dann unehrenhaft ist. Genau, aber ich bin der Chef. Wie immer halt, von Erik. No, also no honor. Erik sucht, er ist ja eh verloren.
So, aber was mich echt gewundert hat, ich habe teilweise so arg Lags gehabt, dass ich Einheiten nicht richtig auswählen konnte oder ich habe auf Gebäude geklickt, das war schon krass. Ich hab 3 oder 4 Mal das falsche Gebäude wegen den scheiß Lags gebraucht. Also. Ich wollte eine Kaserne bauen und dann gehe ich wieder weg, weil ich was anderes gemeint habe, dann gehe ich wieder zurück, sage ich, wo ist meine Kaserne? Ah, jetzt hat er den Generator gebaut, ja, Tool. Ja, Tool. Von der Kaserne. Ja, aber die Bildreihenfolge habt ihr jetzt geändert oder habt ihr die beibehalten? Adaptiv. Ja, das ist noch immer adaptiv sowas. Ich hab mir keine eigene Order, wo ich nicht nachgehe. Ich habe jetzt mal Reihenfolge Reaktor, Kaserne, Versorgungsdepot gebaut und es war so langsam. Ich habe die ersten 5 Minuten auf Ressourcen gewartet, weil es einfach zu langsam war. Ja. Also. Reaktor würde ich nicht anfangen. Also, klar ist Reaktor wichtig, um schnell voranzukommen. Aber du brauchst erstmal deine Versorgungsdepots. Ich würde erstmal, also meine Reihenfolge ist normalerweise von allem ein Versorgungsdepot, ein Reaktor und eine Kaserne, dass ich gleich schon mal was hab bauen. Und dann baue ich ein zweites Versorgungslager und dann hoffe ich, dass ich bis dahin genug gesammelt habe, dass ich eine Vorschubsbasis bauen kann und dann baue ich in beiden nochmal ein Generator. Und dann reicht es in der Regel, dass ich meine erste Basis vollends aufrüsten kann. Jetzt kommt der Heldenhaft, ey. Ja, aber er kann anderständig gewinnen gegen uns. Naja. Ne, ich will mal gucken, wie hart die KI auf Heldenhaft ist. Dann spielen wir nicht so Feigling. Darum lasse ich das erstmal gegen euch austesten. So habt ihr nur einen heldenhaften KI. Und ich gebe euch ein bisschen, naja. Intel, wo ist sie denn? Wie sie sich verhält. Der guckt jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit so, was macht sie, was baut sie? Aha, aha, aufschreiben, aufschreiben. Nee, ich hab das ruckelt mir zu sehr, dass ich da gucken gehe. Hast du Angst, dass in einem Ruckler dann der Julian auf einmal wieder an der Base steht? Das könnte sogar passieren, der Sack. Würde ich mal den Portalanfang jetzt richtig machen? Ja, auf jeden Fall, dann würde ich neben dir stehen schon direkt. Also, sagen wir so, als du bemerkt hast, dass ich meine Heldeneinheit schon habe, also mein Pelikan, da war der schon gut 3 Minuten auf dem Feld. Ja, ich habe ihn ja nicht gesehen. Aber du hast ja auf einmal gesagt, du hast ihn, weil du hast wahrscheinlich das Icon auf der Karte gesehen. Ja, dann habe ich aber gesehen, da habe ich gesehen, dass mein Kompagnon dich angreift und dann habe ich gesehen, dass da das Icon war, dann bin ich da hingegangen und dann habe ich gesehen, oh, schlecht. Ja, da hatte ich den schon, glaub, 3 oder 2 oder 3, 4 Minuten schon stehen haben gehabt. Aber das Geilste ist, dass der seine Helden halt voll in meine Armee reingesetzt hat. Die ist einfach zu Stücke geworden, bevor es ankam. So bin ich halt. Unterhalten und zuhören. Macht eure Arbeit und holt die Ressourcen. Schweigen! Sorry, weil du bist zum Kind. Ach, jetzt bin ich da, okay. Nee, du bist da unten. Ja, seh ich auch. Captain Obvious ist obvious! Ich dachte, du wärst anders auf andere von mir, verdammt. Ghost meldet sich zum Dienst. Ja, und das wusste ich natürlich. Weißt du das? Natürlich! Webwischen und so. Unterwegs. Kein Ding, ja? Sagst du? Energieextraktor errichtet! Jetzt kommt erstmal die Herausforderung, die andere. Ich habe ein paar Ressourcen gefunden. Ich habe bei dir oben. Kann ich nicht mal eine Brücke mit abschalten, dass wir auf den Keks gehen? Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Ralf? Was ich denn? Ich mach's direkt auf der Map. Was für wieder ein Kindesymbol. Harvester errichtet. Aha, wunderbar. Ghost ist unterwegs. Ich hab schon gesehen, ja. Du wolltest es nicht unbedingt ansprechen, aber wenn du es ja, schon direkt ansprichst. Ja, wir wissen, was das heißt. Ja, wir. Ja, wir. Aber ich glaube nicht, dass man hier so agieren kann wie im Singleplayer. Möglich, müssen wir schauen. Oh, da kommt er schon. Gucken wir an. Ich werde von Bodentruppen angegriffen. Zu Befehl. Auf ins Gefecht. Auf geht's. Der stichelt schon bei mir. Angriffslager errichtet. Der Neger. Schweigt, Dummköpfe!
Schweig, Dummköpfe. Ich werde von Bodentruppen angegriffen. Mein Blutdurst, ey. Zuhören. Small Grunt. Ausrücken. Oh. Wenn du glaubst, du hast mich dabei irgendwie gestört, dann hast du leider Pech gehabt. Ja, das ist noch ein Dorfer. Wird dich doch nicht stören. Ich glaube, das ist irgendwas was zu machen, was wichtig ist für mich. Energieextraktor errichtet. Die Hosen machen? Du siehst, dass man besser angeflogen kommt. Vor dem ganzen Bad, nicht, muss ich zugeben. Ja, er hat ja bei mir jetzt Stich. Falsch. Der traut er sich ja nicht. Ich trau der KI nicht. Dennis ist mir egal. Den weiß ja, wie ich überwältige. Schweigen! Die kriegen ein Problem. Geschütz fertiggestellt. Machen wir das Post, wenn wir das Post war. Well, scheiße, schick. Natürlich auf. An dem anderen Weg. Ja, ich weiß. So, jetzt haben wir hier schon ein bisschen was gebaut. Zum Beispiel Kuckuck ist dann für die Kisten. Infanterie Level 1 erforscht. Ich höre irgendwas stapfen bei mir. Ja, die KI greift euch gleich an. Was hast du sagen können, Dennis? Spike Dummkopf. Geschütz errichtet. Ich höre auch schon Zeug an Sturm. Tanzen. Ja, und so laufen die denn nicht? Irgendwas kommt. Ist aber nicht wo. Allzeit bereit, den Feind zu vernichten. Ja, das ist bei mir. Kann man das hinkommen, dass du nicht aufpasst von daher? Das ist, macht mir ein bisschen Gedanken. Was soll ich stoppen? Das klingt wie so ein Cyclops. Ja, ich hab hier hinten was entdeckt. Der Computergegner macht das nicht schlecht. Aber Cyclops hat noch gute Angst, weil der Cyclops mir eh viel von daher. Mir so mit verzögertem Echo. Ach so, deswegen. Oh, danke. Die hört uns zu und dann hat sie doppelt. Minibasis fertiggestellt. Oh, komm. Also. Deshalb tue ich den Stream auch muten und ausschalten. Was hat er? Allzeit bereit, den Feind zu vernichten. Oh. Die kommen. Ralf, die kommen. Willkommen! Ja, ich hab noch schon gedacht. Die kommen unsere Hauptbase, die kommen voll an die Base, Ralf. Schweig, Dummköpfe! Ja, ich hab's ja schon befürchtet. Energieextraktor errichtet! So, komm. Zitadellen-Upgrade abgeschlossen. Minibasis fertiggestellt. Okay, der greift direkt das Hauptgebäude an. Nicht das Dümmste ist. Ja, aber es ist. Mund halten und zuhören. Ich habe versucht zu helfen, auch wenn ich das noch nie gemacht habe, die Aktion, aber gucken wir es mal kurz. Komm, 7, 6, 5. Jetzt habe ich meine Heldeneinheit, jetzt hauen sie ab. 2, 1. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Ja, soll ruhig abhauen. Warte mal. Das hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Guck. Also, das mit der Karte, wie man da auf der Karte. Auf geht's, Jungs! Minimap funktioniert nicht, ne, in dem Spiel. Was mit Minimap? Die funktioniert nicht. Doch, bei mir funktioniert sie. Wenn ich da rechts draufklicke, tut sich mal gar nichts. Links klicken. Ja, aber dann wird ja meine Gebäude aus, die unter der Karte sind zum Beispiel. Da kommt doch mal zu der Ralf. Nö.
Doch, guck mal, ich auf der Map. Nee, ich kann mit auf der Map auch rum und switchen, also ich. Kein Problem. Guck dir meine Display an. Upgrade so, komm, für erweitert abgeschlossen. Ich schick mal ein paar Dinger, wa? Ja, ich hab. Ich hab die Grunts haben wollen was die immer Grunts. Von mir. Warte mal, lass mich zu machen, Ralf. Komm her, ich hab was für dich. Kriegsrat errichtet. War ich nicht. Schweigen und zuhören. Als nächstes brauchen wir das, dann das und dann das. Wo bleibt das? Oh, komm, mach noch welche zu dir. Ich mach die Vollchippen weg, wa? Kamikaze! Ja, die müssen gleich an meine Helden halt vorbeikommen. Kamikaze war so ein bisschen, naja. Unwirkungsvoll. Grüße von oben. Was bringt. Schweigt, Dummköpfe! Was passiert jetzt auch? Das hab ich gleich wieder gemacht, wie ihr gerade durch den Ruckler. So eine Scheiße. So. Ich muss sagen, das Stirn hat mich schon gestört. Wer ist Dennis? Das kostet mich halt gerade einen Haufen Strom, was? Wo ich gerade eigentlich was anderes investieren will. Mund halten und zuhören. Bewegung! Ich glaube, ich wollte das gerade, weil ich eigentlich zugeben, was vielleicht wichtiger wäre, aber. Ne? Upgrade abgeschlossen. Das muss eben. Upgrade für erweiterten Hammer. Der Vorteil ist, wenn sie sich dann auf mich konzentrieren, hast du ein bisschen mehr Freiraum. Das ist dann auch nicht schlecht. Ja, natürlich, da kann ich jetzt auch schon mal Freiraum nicht entfalten. Ja, jetzt haben sie mich gestört, du konntest dich entfalten. Ob das der gute Upgrade Tausch war, vorhin war es andersrum. Ja. Tja. Ja, nur das haben sie schon probiert. Das sehen. Wir wissen ja schon, wer gerade auf dem Weg hin ist, wa? Ja, ja. Stimmt, Scarab? Wie läuft's? Oh, und sie zieht sich zurück. Oh, das war aber. Oh, miau. Ich hab einmal Angst. Warum hatten die Angst? Also, ich kann das nicht denken. Die arme Frau, Mann. Ciri hat Angst. Vor was hat Ciri Angst? Vor Dennis. Errichtet. Dennis hat dann fahren lassen. Ja. Dann hätte ich auch Angst. Verstärkungslevel 1 erforscht. Dass ich hier nicht fragen darf. Ach so. Naja, das war dumm. Aber ihr seid wieder im Vorsprung, glaube ich, gerade. Nö, sind wir nicht. Fahrzeug Level 1 erforscht. Mal, komm mal ein bisschen zurück, Junge. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Wieso macht er den Kriegsrat rein, wenn ich fragen darf? Deswegen. Wird erledigt. Schön hier rein, bitte. Danke. Anführerfähigkeit bereit. Mund halten und zuhören. Ausrücken. Wir haben Einheiten verloren. Okay. Sie greifen aus der Luft an. Komm. Energieextraktor errichtet. Oh, ich höre schon zwitschern die Vögel, wissen genau, was losgeht. Luftfahrzeug Level 1 erforscht. Harvester errichtet. Sehr schön. Fahrzeug Level 2 erforscht. Festungsupgrade abgeschlossen. Banshee im Kriegsgebiet. Warte, jetzt kommt schon voll da rum. Ich glaube, wir hinter dir rauf. Jo, mei. Ja, ich mach mal was, okay, von hinten. Harvester errichtet. Hey, wer war das? Ich weiß es nicht, aber ich kann dir sagen, das war. Upgrade abgeschlossen.
Vorsatzverbündeten vor uns, Ralf. Errichtet. Ja, und? Lass doch. Wie du das schon gesehen hast, ist mir egal. Ja, also, ich hab Map Vision, Junge. Geh mich auf den Keks, du blöder Marine. Was willst du mir, hä? Und tschüss. Also ich brauche noch ein bisschen Strom und dann ist die Sache geritzt. Zurück in die Stadt auf jetzt. Ja, ich weiß, ich will nur, ne? Ja, ist okay. Ich hab's wahrgenommen und erstmal müssen die hier mal durch, weißt du? Und mit der Taktik läuft es einfach mal keinsten. Problem ist, bis die ihre Taktik umgeswitcht haben, ist es eh vorbei. Erzähl dich mal. Rücken aus. Was müssen Leute, wenn sie so auftauchen? Schaltet die Feinde auf dem Weg aus. Oh, der stört dich oben. Die Ranger rücken really, aus. Dennis. Really. Schweigen und zuhören. Bewegung. Niemand wird meinem Zorn entkommen. Ich eile. Mach gut, das ist ganz. Na ja, gehen wir uns zurück wieder. Ciao, Dennis. Ciao. Oh. Umgehend. Hi, Linus. Sind unterwegs. Moin, Linus. Ranger rücken aus. Ein Ziel ist ein Ziel. Ein Ziel ist ein Ziel. Ja, ich brauch noch. Denkst du, hat er mal noch funktioniert. Flammenloser erforscht. Ich musste hier mal Gegenmaßnahmen einleiten. Hab ich, du hast ja bestimmt schon gesehen bei mir. Ich mach von nix von daher. Ich weiß von nix. So, du meinst von nix. Ich guck dich okay. Ich sehne mich nach einem neuen Ziel. So, dann schauen wir mal. Aber mit mir. Aktiviere Triebwerke. Ich werde vom Himmel aus zusehen. Das war mir klasse Umberufung. Hey, das ist eher so klassisches momentan, was wir spielen. Raid meldet sich zum Einsatz. Na, ich bin die Rüstung von da, mich um den kleinen Nabbel da zu kümmern. So. Das geht nur für den Ghost, die Abschirmung, really? Hier noch ein bisschen Geld übrig. Strahlenkanone erforscht. Sie greifen aus der Luft an. Raid hier. Die Apex sagt. Party Time, die Apex. Verstärkungslevel 2 erforscht. Na, wenn du meinst. Anführerfähigkeit bereit. Zitadellen-Upgrade abgeschlossen. So, dann haben wir jetzt noch vier Fähigkeiten. Hallo. Tschüss. Ja, und ruckliger. Aber das liegt momentan an den Servern, nicht an mir. Yep. Das sind Server-Lags. Ich will erst noch ein bisschen mehr Sachen leisten, aber ich hab nichts was zu tun. Ohne Tute. Cool, nicht. Ich weiß nun gerade nicht, was der Jürgen vorhat. Ich weiß es auch nicht, was Jürgen vorhat. Lass uns was ich vorhat. Oh, ähnlich, aber ich will's nicht. Also, ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Was habt ihr da? Wieso ich so böse bin, ey? Geschütz errichtet. Oh. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Ich mach doch gar nichts. Oh, guck mal. Willkommen im Club der einsamen Freunde. Ja, ich hab da erstmal ein bisschen was. Anführerfähigkeit. Jetzt hab ich. Also, ich verstehe ein Update von meinem List. Ich verstehe das nicht von meinem Editor manchmal. Manchmal habe ich die Fähigkeit, permanente Tarnung, manchmal habe ich die Fähigkeit, die ich gar nicht drin. Aber ja, was soll's. Jungs. Rock'n'Roll ich und so hab ich gehört, oder? Anführerpunkt erhalten. Ja, ich. Oh.
Geschütz fertiggestellt. Harvester errichtet. Der ganze Fest. Also der Typ gibt nur auf Boden anhalten, denn ist ein Kollege. Das weiß ich. Was soll denn noch das Fahrzeug an? Nur erweiterten Harvester abgeschlossen. Soll er halt. Hab ich das letzte Mal vielleicht gerade nicht brauch. Hab ich. Also hoch da. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Fahrzeug Level 3 erforscht. Gießerei. Ich geh mal ein bisschen. Wichtig sind die Upgrades noch zu machen. Upgrade, weil es gibt noch Schaden. Befestigungslevel 2 erforscht. Der kommt wieder zu euch, ne? Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Minibasis fertiggestellt. Das ist unser Goal. Starte Antriebssysteme. Begebe mich in Position. Geschütz verbessert. Geschütz verbessert. Niemand. Oh, du brauchst das noch mal du Bescheid. Gut, das ist meine Wegwerfeinheit, was ich da gerade mache. Oh, tolle Fähigkeit. Großgesetzt. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Was ist der eher auf? Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Nee, leider nicht auf Steam, ist Microsoft. Microsoft, deswegen läuft das auch so bescheiden. Unsere Basis wird angegriffen. Ah, da kann ich nicht lang laufen. Wie Sie wollen. Nein, meine Basis wurde verstört. Nein. Wer könnte so bloß aussehen, sowas machen? Der Widerling hat gewirkt. Ein Teufel. Okay, hier haben wir eine volle. Muss man Elite. Komm mal drauf. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Bitte? Du greifst meine Energieknoten an. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Infanterie Level 3 erforscht. Wie Sie wollen. Kommst du einmal in die Nähe, du Kack-NPC, dann hau ich dir in die Fresse. Ja, Mann, komm nie wieder her, nie wieder. Ich habe Lust auf einen Kampf. Sperrfeuer! Plasma-Geschütze bereit. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Oh. Bewege mich unverzüglich. Also, nichts wird mein Vorbein. Ich bin der Scheiße. Okay. Hopp, ist da mal weg. Ho, ho, ho. Das hat man gesehen. Mach mal den Panzer weg, danke. Davon noch. Ich frage, ob ich meinen Alten wieder weiter nach. So. Dann machen wir hier 10 hier. Ich hab mal deshalb Knoblauch gezogen, dass da keine Energie mehr kommt. Wir mögen sowas nicht, wenn so irgendwas macht. Ja. Also, Dennis, wenn das alles war, dann schlafe ich hier noch ein, gell? Schnell und tief. Ja, vielleicht sollen wir mir auch. Aktiviere. Anführerfähigkeit bereit. Der 4 habe ich doch nicht entgegenzusetzen, Ralf. Ich war eher so meh. Oh, okay, ich mal sagen. Das, was ich sagen wollte. Okay, ja, vergiss es. Aber mein Kollege kommt ja jetzt zu euch nochmal. Ja, ich weiß, ja probieren. Ich weiß, ich will das probiert. Also, ich habe mein Geschenk für ihn zumindest aufbereitet. Ich eile. Reaver ist bereit, Lufteinheiten vom Himmel zu holen. Also, irgendwie. Stehe unter Beschuss.
Lässt er zu wünschen übrig, wa? So, da läuft nichts. Oh, hey Dennis! Der Feind greift mit. So, zumindest haben wir jetzt auch. Generator. Zwei Sachen rausgefunden. Oh. Befestigungslevel 3 erforscht. Nämlich, dass die kleinen. Ihre Hausaufgaben machen. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Was sind das schon für uns auf der Scheiße? Oh Mann, ey. Guck mal, da sind Typen. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Reaver ist bereit. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ja. Ehrengardist rückt aus. Wer baut? Oh doch, er baut jetzt größere Einheiten. Der Feind ist hier. Ich höre euch mal um, ich muss noch keine Nerven für den Spaß hier. Bin unterwegs. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Reaver ist bereit zum Metzen. Bin unterwegs. Müssen wir es ersetzen? Begebe mich in Position. Anführerfähigkeit bereit. Begebe mich in Position. Reaver ist bereit. Los, verschwindet. Okay. Reaver meldet sich zum Dienst. Das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Mal ein Pirate. Hallo, Pirate Cliff. So. Hallo. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Dennis, doch mein Tod schon wieder, Dennis. Oh, ich bin Knoten. Rücke aus. Bin unterwegs. Nichts und niemand hält mich auf. Oh, das ist keine Flugeinheiten. Richtig. Niemand wird mich aufhalten. Das bringt die mir herzlich wenig. Das muss ich haben, ja. Meine Einheiten gehen gegen nichts alles. Nichts und niemand hält mich auf. Das ist der Wurst, der hat. Steht unter Artilleriebeschuss. Niemand wird... Mehr. Unsere Ehrengarde ist dem Feind zum Opfer gefallen. Mhm. Kann ich nicht angreifen, solange... Unsere Basis wird angegriffen. Der Generator oben ist, Dennis. Oh mein Gott, sie haben jetzt meine Hauptbasis Unsere gefunden. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Was? Hauptbasis? Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Davon brauche ich ein paar... Und den da brauche ich natürlich. Ich weiß gar nicht, braucht man da wirklich Windows 10, um das zu spielen? Ich meine, ja. Ruckeln wird Windows auch schon unter Windows 7 unterstützt, oder? Hey, dann ey. Ah, shit. Was noch ein Schild darauf? Mann, ist eh vorbei. Zu retten wäre das eh nicht mehr gewesen. Das war eh bloß aus Jux und Gaudi. Dass er es eigentlich nicht einnimmt. Aber. Muss man da ein bisschen nochmal nachrüsten? Der Feind ist hier. Nachrüsten? Push mir mal gegen. Neue Rekruten. Geschütz verbessert. So weiter. Geschütz verbessert.
Na, du siehst mich nicht. Na und? Selbst nicht ewig. Okay. Was siehst du nicht genau wo? Rave meldet sich zum Einsatz. Anführerfähigkeit bereit. Bunker Upgrade abgeschlossen. So. Reicht aber. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Als ob das gereicht hätte. Unsere Basis wird angegriffen. Ich glaube, das ist der Angriff bei mir, glaube ich. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Feindlinge greifen aus der Ferne. Unser Scarab wurde vom Feind zerstört. Oh. Ich muss mal upgraden. Aber wir haben da ernsthafte Probleme schon. Anführerpunkt erhalten. Na. So geht das Upgraden. Ja, aber der Julian und der Ralf, die haben auf jeden Fall die Singleplayer-Kampagne angefangen und die werden wir dann auch hochladen. Demnächst. Die erste Folge sollte. Ich noch am Rendern. Ja. Oder zumindest gerade unterbrochen, da wir ja streamen. Ja. Das wird auf jeden Fall dann. Reaver meldet sich zum Dienst. Aber ich glaube, mein Kollege hat jetzt die Biege gemacht. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ja. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Und du weißt, was jetzt kommt, Dennis? Warte noch kurz, ich möchte dabei sein. Ich muss ein paar Einheiten noch mal rauspushen. Anführerfähigkeit bereit. So, also will schon ein bisschen warten, aber du gibst ihm jetzt Zeit. Naja, ich kann ja nichts machen. Zeit. Keine Ressourcen mehr. Wie keine Ressourcen mehr? Zumindest eine Ressourcen anscheinend angestrengt, weil jedes Ding, was von denen war, gönnt sich. Unsere Basis wird angegriffen. Na, nicht ganz. Aber lass ihn wenigstens noch ein bisschen. Lass ihn seine Zeit, ich möchte ein bisschen hochhalten, dann komme ich wieder. Er kann. Der Ralf, der macht das ohne dich. Der macht das ohne dich, der Ralf. So, Ralf, ich will hochkommen zu dir. Warum? Das ist doch mit ähnlich, dass die letzte, was er da hat. Oh, jetzt hat er seine Ulti-Einheit. Die zweite schon was. Anführerfähigkeit erhalten. Na los, garde dich. Ja, ich hab ihn dann schon mal vorbereitet, du kannst ihn verplatt machen. Warte, lass die anderen in Ruhe noch leben. Ich mach bloß. Nein, ich bin wegreportiert, Ralf. So, leider keine Chance mehr. Der tut mir leid, Dennis war zu schlecht. Ich muss mich wegreportieren gerade. Ich hab jetzt leider keine Reparatureinheiten mehr. Daher wird dieser Angriff ein bisschen scheitern. Weil das Problem ist, du musst immer Repareinheiten mitnehmen, wenn du diese Rasse spielst. So wie der Julian das gemacht hat. Deswegen habe ich als erstes auch auf diese Repareinheiten gezielt, damit die weggehen, weil die sind so. Die sind schon ziemlich stark. Fast schon zu leicht. Oh, warte mal kurz. Ja, warte kurz. Tschüss, Dennis! Na, jetzt kommt schon. Auf in die
Ach, machen wir kurz raus. Ich gebe mich in Position. Ich wollte meine Panzer hochdrücken. Da war ich noch nicht runter. Wir haben einen Feind gemacht. Warte mal, Ralf, bist du doch hinten, war bei dir. Ich dachte, ich schick dir was hin, war denn das? Ja, meine Einheit ist braun, sondern ist blau. Warte kurz. Das heißt, ich mache eine Rombat und das ist hier. So. Angegriffen. Tschüss, Dennis. Ciao. Oh. Wo ist Dennis hin? Keine Ahnung, du, ich mach mich grad bei ihm heimisch. Ja, ich hab dann alles jetzt irgendwo im Leben katapultiert. Aber fuck, ich wohl, ich weiß echt nicht. Die wollen meine Panzerung durchbrechen. Bereit zum Kampf. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Pelican verlässt die Anzeige und kehrt zur Basis zurück. Das ist ein scheiß Glücksspiel. Manchmal kommen wir hier, manchmal kommen wir was hin. Warte, was von der Leitung da oben? Ich hab was für dich. Wir haben das feindliche Gebäude neutralisiert. Das hier geht nach... dahin. Ich fahr drauf. Zu spät. Du meinst? Ja, hallo. Anführerpunkt erhalten. Ich hab auch mitzureden, wa? Nein. Hey. Der kam gerade zum falschen Zeitpunkt zurück. Zu spät. Fahre los! Das heißt, ich helfe dir. Nein! Wo hast du noch deine letzte Basis, Junge? Ich? Ja? Ja, wenn du das wüsstest. Ich hab das nämlich kommen sehen, dass du das machst und hab die Basis schon längst aufgegeben gehabt. Die spielen einfach zu lange schon. Ralf, ich frag mich, wo so ein Altenwechsel geführt wurde. Ich weiß nicht, wer das war. Ich auch nicht. Ich hatte keinen Plan, wer das war. Aber weißt du was, Ralf? Ich glaube, Ralf, wir belagen jetzt kurz eine Runde, oder? Ja, jetzt müssen wir halt gucken, wo er jetzt rumgammelt. Ich weiß wo. Ralf, da muss ich gerade hingehen, bei dem Großen. Da unten? Meinst du? Guck mal, ja. Unsere Basis wird angegriffen. Ja. Das ist die Basis von ihm. Das ist das Letzte. Aber Ralf, ich hab jetzt denke ich mit Dennis dabei, von daher. Ich kann das große Kind überall sein. Anführerfähigkeit bereit. Ne, ich brauche hier mal einen Stützpunkt, also von daher kann ich nicht überall sein. Jungs, ja, aber Jungs, es gibt Jungs. Einige freie. Ja. Ja, Ralf, der ist hier. Der ist hier. Da Tarnung hier aktiv, deswegen. Leitet den Plasma-Mörser vorher aus. Wie Sie wollen. Ich weiß, was ich mache. Ralf, bleib mal da stehen, wo du bist, okay? Ja. Ich bleib, wo ich bin. Ich schick dir was in die Nähe. So, ist gut. Aber ich verstehe nicht, wo der Ralf ist. Das ist, was mich gerade richtig ankotzt. Also, Dennis hat eine Position. Ich weiß nicht, wohin, wa? Was machst du denn da, Mr. Beck, wenn ich fragen darf? Da ist was. Fällt mir nicht, dass da was ist. Was, da kann ein Bus nur einer teleportieren? Ich weiß nicht, wer sowas Böses tun würde. Weißt du, was ich zumindest machen würde? Hatte ich gerade einen mega Leck. Oh, guck mal, ist ein Locust. Alle Systeme einsatzbereit. Außenposten errichtet. Mann, die fahren nicht, wenn sie fahren sollen. Das ist so nervig. Und, hast dich in deine Basis zurückgezogen, Ralf? Weiß ich nicht, ob das die Basis ist, oder die, oder eine andere. Du kannst dir nicht sagen. Ich kann es halt sagen. Bombardement! Eieieiei. Da helf ich mal mit.
Außenposten errichtet. Luftangriff auf den Wraith! Das Problem ist, du hast noch nicht genug Einheiten getötet, dass ich meine nächsten rufen kann. Bereitet den Plasma-Mörser vor. Das ist alles, was ich abbekomme. Na schön. Feinde gesichtet! Wir sollten Nachschub produzieren. Nee, das ist hier, bei mir. Komm mal kurz raus, ich hole mal was zu mir, okay? Oh, ohne Todler. Noch doch, doch, Todler. Das ist eh bloß alles. Anführerfähigkeit bereit. Ihr Kanonenboden. Oh, ich wollte doch gerade wieder was passieren, gerade. Das war ja bloß eine Torhut, die steht. Ralf. Ich schätze wieder, dass meine Base rein war. Ja, guck du mal unten, wo meine alte Base war. Apex errichtet. Mach ich gleich. Obwohl Ralf dahin gesetzt hat. Ich schick dir mal was hin, dass du es machen kannst, okay? Nimm dir Ralf. Ja, aber ich wollte ja gerade woanders hingehen. Das hab ich Alter Schweizer, die haben mich so am Sack. Ralf meldet sich zum Einsatz. Ja. Ich war gerade auf dem Weg woanders hin. Eieieiei. Oh, tja, das Spiel ist total offen. Tja, schade. Angriffslager errichtet. Gibt ja nicht mehr viel, wo es blass sein kann, was? Ja, kann machen, was er will. Ich schiss mein Leben. Nichts wird mein Vorrücken aufhalten. Noch zwei Punkte, wo es sein kann, und der dritte wäre meine Base hin. So, machen, was er will. Wenn er wegrennen will, dann ist Milch, soll er machen. Zitadellen-Upgrade abgeschlossen. Hier ist was. Wraith ist gefechtsbereit. Unsere Basis wird angegriffen. Nein, sie haben meine Basis gefunden. Nein. Upgrade für erweiterten Harvester. Problem ist jetzt, mir gehen die Ressourcen aus. Der Feind ist eingetroffen. Was? Und der Feind kommt. Gießerei errichtet. Welcher Feind? Oh. Das war schön, Rolle. Geschütz fertiggestellt. Ah. Geh du mal zu meiner alten Base runter. Ja, eins nach dem anderen. Ich muss jetzt erstmal schön wieder aufbauen, okay? Ganz ruhig, entspannt. Nein, stresst euch gegenseitig, fresst euch die Haare vom Kopf oder so. Nein! Was ich sagen kann, ist, dass ich deine Base da oben hab. Ist da irgendwas für drin, zufälligerweise? Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Nein. Ja, das ist viel Fahrer, Ralf überlebt das Ganze. Aber du jetzt, weiß ich. Oh, guck mal, das ist ein... Oh, guck mal, das ist... Oh, alle. Na, komm, Spiel. Er ist leider noch unsichtbar, ich kann da noch nichts machen. Ja, ich hab seinen Wurf zu der zu deiner Homepage, ne? Hoffe, ich soll nicht was machen. Hey, wo kommst du von mal her? Er hat meine Einheiten wegteleportiert. Also so spielen wir nicht gerade, Dennis, so spielen wir auf jeden Fall nicht. Ja, das ist alles bloß Aufschieberei, was er da gerade betreibt. Was soll er machen? Also ich werde mir jetzt schön mal... Ja, werde mir jetzt ganz anderen Base einfach schnappen, dann werde ich mir da mal ein Leben lesen, ne? Junge. Was heißt Aufschieberei? Ich habe genug Ressourcen, um euch anzugreifen. Hm? Und ja. Das bringt dir inwiefern was? Ich... Gar nichts. Upgrade für erweiterten Harvester. Also Ralf, ich mach's nur gemütlich, okay? Hast du jetzt mal meine alte Base geguckt, Julian? Dann guck mal! Ich bin noch gerade dabei, das nach anderen. Ich bin gerade dabei, das zu machen wieder. Unsere Basis wird angegriffen! Ich muss ja finanzieren, der Ralf, von daher. Was ist bei dir los, Gareth? Okay. Nachfolgern eine Lehre sein! So, da tut sich nicht viel.
forcen kann, dass er angreift. So mach unsere will. Wie lange bleibt denn die Basis unsichtbar? Ewig, oder wie? Sind wir kein Aufklärer hast, ja. Hast du Aufklärer? Der Schutz verbessert. Ich muss mal nachlesen, weil wir das alles kann. Dem Feind zum Opfer. Ich müsste doch theoretisch. Muss man der Apex. Nein. Nö, gerade nicht. Leider gerade nicht. Ich kann was machen. Der ist halt ein Kopfhörer. Da ist auch sogar was. Eieiei. So, da kommt hier noch. Aber Ralf, ich kann dir ein Angebot machen. Wieso baut sich das nicht weiter? Ralf, ich check jetzt an der Base und okay, ich check die Kraft für den Boss. Um Will Space, ich werde nicht das sein, geil. Auf geht's. Na, pleite. Ralf, ist nichts bei dir, Ralf. Das ist nicht bei mir. Bei deiner Hauptbase war nichts bei deiner Hauptbase, die ist nicht mehr vorhanden. Na, sehr gut. Mini-Basis fertiggestellt. Aber ich habe ja was ich machen kann. Ich glaube, er stimmt, meine Heileinheiten sind ja kaputt. Konnten, glaube ich, aufklären. Ralf, kannst du mal hingehen, vielleicht drehen? Ich möchte was, ich weiß, ich möchte was schicken. Da können wir ihn enttarnen. Anführerpunkt erhalten. Ich will echt einfach mal einen anderen rumschicken. Kriegsrat errichtet. So. Wir sind aber Tarnung mit Tarnung kämpfen. Tarnung ist ein bisschen OP. Nö, ist es nicht. Doch, finde ich schon. Ja, wenn man was hat dafür. Aber die Einheiten, die das haben, die halten zu wenig aus. Nein! Ja, bilde welche aus. Du bist ein Scherzkeks, ey. Geschütz. Bringt mir nichts, ich sehe das dann nicht. Ich hab ihn. Der ist geschützt, der ist da drüben. Lalalala, der ist ja echt drüben, ja. Oh, hab ich gleich schon. Wo haben wir denn was? Ach komm, weißt du was, wenn der schon auf Kicks geht, rein, ich potte dir was raus zu dir nämlich, okay? Oh, das kann er nicht bei sich. Ich bin verwirrt. Alter Schweizer, die spielen mit mir. Die spielen mit mir. Die nehme ich nur hops. Die trauen sich aber nicht, mich anzugreifen, weil sie immer noch Angst vor mir haben. Du hast keine Angst mehr, deswegen. Natürlich. Wie ich von deiner Base mach alles kaputt, was da rauskommt. Du hast keine Angst mehr, Dennis. Egal, wo ich hab da meinen Spaß damit. Ich mir auch. Naja, meinte er ist so gut mit seiner tollen KI. Ja. Ich bin doch schon längst wieder draußen, Leute. Aber ihr sucht mich nicht. Ich bei dir. Unsere Basis wird angegriffen. Oh. Du hast jetzt links immer nur Big-Ace in der Einheit stehen, weil das mit der Verdrängung erkennt in der Verdrängung. Hier ist nichts mehr. Gar nichts. Nada. Natürlich, ihr habt noch nicht die ganze Karte aufgedeckt. Oh, doch hab ich. Ja, er kennt sich wieder in meiner alten Base. Warte kurz, ich werde das dringend und checken verdrängen. Ich sag's dir gleich. Junge. Wo haben wir's? Der hat nichts mehr. Ihr glaubt zu wissen, was ich alles habe. Gut zu wissen. Ich glaube nicht, dass ich weiß, was du hast. Ich nehme halt, wie es kommt. Och nö. Ach, du hast das Track dann gleich. Den harten Boden schenken.
Na, lauf doch. Schalte die Feinde auf dem Weg aus. Ja, ich glaub dir das. Ich weiß auch, wo ich langlauf. Ranger, rücken aus. Das war natürlich dir nicht, wa? Obwohl, ich glaube, ich warte noch eine Runde. Mein Tankgenerator schnell reparieren. Das ist das, wo ich gerade stehe. Unsichtbar. Vielleicht neben dir. Ja, und wo du stehst, ist mir egal. Nein! Ich stehe neben dir. Scheiße! Ich glaub. Was? Ich komme jetzt halt so. Okay, Ralf. Jo. Ich hab hier mal so seine kleine Basis kaputt gemacht. Ich lass dich da stehen, Ralf. Dann kommst du auch zu mir nachher, okay? Jo. Komm mit, Ralf. Geh mir auf den Kreuz zu. Warte mal, ich hol mir erstmal noch meine Panzer. Ja, das ist geil. Da unten? Ich bin in unserer Base, okay, raus. Der steht bei mir, gell? Okay. Ja, das ist unsere Base. Hey, Dennis. Oh. Das sieht jetzt schlecht aus. Jetzt haben sie mich. Ihr wisst nicht, was du tust! Das macht sich die Chips im Richtungsstrahl auf. Aber sonst, ich weiß nicht, glaube ich. Daher habe ich nicht aufgepasst, da hätte ich meine 3 Heilungstypen zu meinem Vieh packen sollen. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Ja, und so zerkrümelt der Keks nun mal, ne? Ja! Wir haben die ganze Zeit nur mit dir. Viel Spaß, da ist es, geh mal weiter. Ja, mach die Kleine da oben noch klein. Wir müssen nachschauen. Nö, das ist dann auch besser verstehen. Mit gar nichts mehr. Jetzt macht halt meiner das. Ja, das ist ein Sieg. Dennis, du hattest nie eine Chance. Ja, Junge. Ich hatte meinen Spaß, ja, aber absolut. Ja, ich auch. Aber das war schon interessant mit der Heavy-KI, ne? Naja, bis wir dann unsere Ding hatten, bis Raff und ich unsere Sachen hatten. Guck mal, wer die Sterne hat. Dennis hat keinen einzigen bekommen. Ja, nachdem ich da schon halb besiegt war und ihr ganze Zeit Ressourcen farmen konntet, kein Wunder. Was mit 8700 Energie sagst du? 7800 Energie sagst du? Nein. Guck mal mich an. Ich war nur ganz sparsam, ganz der Schwabe. Ja, aber ihr müsst ja aber mal sagen, ich habe mehr Energie, mehr Nachschub sogar als der Ralf gehabt, also. Ja und? Warst du deshalb mir überlegen? Guck mal, wie viele Einheiten ich gekillt habe. Wer war jetzt wen überlegen? Ja, guck mal, wie viele verloren Einheiten ich hatte. Wer war hier wem überlegen? Ja, wenn du das mal gegenrechnest, völlig verkackt. Naja, okay. Wenn du deine Ressourcen nicht richtig einsetzt, nutzen dir auch die zehnfachen Ressourcen nicht. Ja, ich kann ja nicht schneller ausgeben, als ich bauen kann. Mit 120 hast du ja eh rucki zucki zusammen. Ich gebe halt nur das aus, was ich brauche und der Rest ist mir Wurst. Nö, der ist Bonus. Ich habe gesammelt, was noch was Zeug geht. Ich habe das Beste übernommen. Den Rest, den ich auf der hohen Kante hatte, der war nur dafür da, dass wenn der kommt, dann kann ich schnell die Basis verlegen. Was hast du jetzt nochmal hier spielen, Dennis? Nö. Ich glaube, jetzt spielen wir mal gegen Computer. Oh, er will nicht mehr. Also, schalten wir fest, er hat jetzt zweimal von uns aufs Maul bekommen. Ja, das ist in Ordnung. Oder darf er die Thumbnails jetzt machen? Und soll ich auch was sagen? Jetzt drücke ich auf zurück zum Menü und dann schaut der Spieler. Drück mir die Augen und? Drück mir die Augen? Ja, ich drücke sie fest. Ja, mein Game ist gecrashed. Mein Game ist gecrashed. Ja. und Neustart. Ja, predicted. Hello. Kenn ich irgendwo her. Jetzt weiß ich auch, warum wir 10 Stunden heute gebraucht haben für 3 Stunden Aufnahme. Ja, aber das ist nicht wegen der Sprachfehler von Julian. Ah nee, das ist Schwäbisch, ne? Ich muss sagen, seine Fails bei der Anmod sind mit drin. Okay. Ja. Da können wir. Dann haben wir ein paar
Da haben wir ein paar Energy-Fails, oder? Ich finde es so lustig, dass natürlich. Ich finde es ein Spaß, aber du weißt ja, wer davon was Maul bekommen hat. Wer war das? Was? Ach, Dennis, ja. Julian, als guter Chef musst du ab und zu auch mal die anderen gewinnen lassen, damit die Motivation... Das sagt er, wenn er sich eine starke KI an Dennis. Wieso stark? Das war ja nur heldenhaft. Also ich hätte noch ein bisschen pushen können. Legendär, eine Stufe höher, wow. Dennis, bei KIs. Du hattest die heldenhafte KI und du hattest 3 Scarabs und hast nichts hinbekommen, gar nichts. Ich hatte eine einzige Heldenanalyse, die hat alles überlebt. Ich auch. Bist du? Wobei, halt, Heldeneinheit ist falsch. Forge ist meine Heldeneinheit. Dieser große Pelikan ist ja die Ulti-Einheit. Ja, weil wir haben alle überlebt, weil der Typ, der mit der Elite ist, durchgehend getarnt, dem macht das gar nichts mehr aus. Und dann halt mein Scarab, meine Ulti, der einfach komplett durchreißt. Ich fand das so lustig, ich bin so sehr festgestanden, so, kommt raus, kaputt. Was ist geil, ich hab ja mittendrin einfach so eine Einheit, meine Knopf und einfach mal Angriff an der Basis, weil ich einfach von eben die Wurfs zurückgetribbelt hab zu Thunderbase. Aber Crave, du siehst und hörst, ne, wie motiviert die beiden jetzt sind, die haben richtig Bock nochmal zu zocken. So macht man das. Nö, wir haben Bock, dich Platz zu machen, das ist was völlig anderes. Ah, ja. Kinder. Ah, Gefecht. Ach, Gott. War doch lustig. Ja. Ist immer lustig mit euch. Der, das Maul kriegt, ist immer lustig. Gibt's sogar kostenlos. Ja. Das ist schon so das Problem. Und bestätigen. Und einmal war es auch kacke, da musste ich die Abmod kurz halten, weil da ist das Game direkt gecrashed. Bei mir. Ach stimmt, da haben wir noch was drüber legen, die tolle Arche. Genau, weil dann ist er bei mir in den Desktop gesprungen und das habe ich halt mit aufnehmen müssen, um die Abmod zu machen. Ja, das ist immer ein bisschen... Das würde ich dann überblenden. Da habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht diesen Ladescreen der Arche dann in den Loop reinmache. Deathmatch, das ist kein Du kannst auch nur ein Dings machen, nur einen Screenshot. Ja, das ist auch, aber ich wollte was. Oh, Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Doch. Oh, so da. Haben sie sich doch anders überlegt. Zumindest ja. Da gewinne ich. Bei was? Ich spiel. So, dann machen wir 3 KIs rein. Ich wollte gerade sagen, was wir jetzt, dann habe ich gesagt, ich dachte, ich war einfach auf Blauer, dachte ich mir schon, ja klar. Aha. Ich bin gegen Ralf, von wegen spiele ich gegen Ralf. Aber jetzt ein Duell zwischen uns, ich glaube, das wird ein Stunden-Game. Das ist genau das, dann würde jeder von uns warten, bis ein Fehler auftaucht und dann sagen, oh komm, jetzt rein da. Ja, ich glaube, das können wir knicken, wir dürfen nicht gegeneinander spielen. Ja, wieso? Lustig war es schon dann... gegen euch. Es war, ja. Ja, schon. Du bist zermalmt worden. Aber was ist der Unterschied? Also, wenn ich gegen Julian spielen würde, das ist ein Todesmatch. Es wird so lang dauern, ganz ehrlich. Dass wir dann im Endeffekt zum Motto die ähnliche Bildorder haben, wird das Ganze so verdammt lange dauern, bis wir überhaupt gegeneinander anfechten würden. KI. Und dann am Ende wird es dann eine Materialschlacht. Hält länger durch. Welchen Rang soll die KI haben? Heldenhaft oder legendär? Ich würde sagen, mit dir lieber heldenhaft. Okay. Also die KI ist wie des Empires. Die nimmt sich den Schwächsten von der Wirtschaft heraus. Und wir wissen ja, wer es ist. Ja, dann kann das nicht ich gewesen sein, das war Ralf. Ja, in der Wirtschaft bin ich immer der Schwächste, aber das ist ja nicht wie ich spiele. Ich spiele nicht auf Ressourcen. Also nehmen wir ja, einen normalen und 2 heldenhaft. Mach so, ja. Also passt. Ich glaube, wir kriegen auf die Fresse, aber das ist doch auch... Ja, du gehst auf die Fresse. Der Ralf und ich können es ja verschanzen irgendwann. So, dann gucken wir mal Backdrop. Ralf und ich verhalten uns noch ein paar Minuten erstmal wieder. Hey, Rift. Ralf, ich mach's mir gerade voll, wenn die zu dir kommen, schicke ich wieder Kamikaze vorbei. Genau. Wir machen das genauso wie Krieg. Das war auch so geil, da kommt der Typ mit 50 Einheiten, ich schicke mal Kamikaze rein, ist dann hochgejagt worden. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal eine andere Rasse noch zeigen, weil ich glaube, das wird auch noch interessanter sein für den Stream.
Nicht nur das, weil Julian spielt die gleiche Rasse wie du. Also das wäre dann ein bisschen langweilig. Ja. Okay. Gleiche Viech spielt. Also Map habe ich jetzt Badlands genommen, die ist eigentlich auch hübsch. Schau, lass mich meine Verbindung nicht einfach rein. Ungültige Karte. Dann brauchen wir eine größere Karte. Da unten steht ja. Nehmen wir Highway. Wir haben hier Gas machen. Dann nehmen wir Highway, das. Such dir was aus. On a highway to hell. Oh, zum Glück muss ich kein Gamer mehr zahlen. Oh, wen spiel ich wohl? Wen spiel ich? Technologie verschafft dir den Vorteil. Ich weiß auch nicht, wen ich spiele. Ich weiß es nicht. Ich bin so. Und Wächter. Ah, doch, ich weiß wen. Das ist. Oh! Er nimmt die Schnalle. Ja. Er nimmt die Forscherin, oh mein Gott. Die ist geil. Ah, die Basis ist so schön zusammen beieinander. Hoffentlich bin ich in der Mitte. Nein. Oh nee. Und wo bin ich? Wir dürfen den nicht, oder Ralf? Da, ihr müsst mich dürfen, weil ich in der Mitte bin. Nee. Vermutlich. Ich glaub, Rot ist in der Mitte. Dennis, ich kann den anderen teleportieren zu jemandem rein in die Base. Ich glaube, ich kann mal erst erzählen, was ich mache. Ja, ja. Mit dem hast du mich ein bisschen genervt, mit dem rausteleportieren. Da hast du mich echt genervt. Ja, was glaubst du, weil mich das angekotzt hat? Ich habe deine Basis schon vernichtet gehabt und dann teleportiert er meine Einheiten weg und in der Zeit konntest du eine neue Basis bauen. Oh, das Geilste ist halt. In der Zeit war die neue Basis schon längst da. Ja, das Geilste war eh, dass dann. Oh, ich bin außen. Ich bin Mitte. Oh, Gott sei Dank, wenigstens normaler. Bin ich im Sandwich. Wenigstens normaler, von da auch schon die Kreuzung schon. So. Jungs. Geht meine. Marines melden sich zum Dienst. Nicht zu hängen lassen, Marines. Marines. Ausrücken, Marines. Wir haben da Teleporter. Ich hab da keine. Nachschubmodul errichtet. Sind hinter mir welche? Hinter dir. Hinter mir sind welche. Ja. Wollte mich schon gerade beschweren, dass ich keine hab. Brauchst du nicht. Nur die wichtigen werden versorgt. Ja, ich komme ja mit wenig mehr aus als du. Ja. Haben wir ja gesehen. Hast du gesehen, was ich bauen musste, um euch abzuwehren, mein Freund? Generator errichtet. Ja, hast du gesehen, wie wenig ich bauen musste, um mit dir 20 zu werden? Was denn ist das Grab, sagst du? Abgeschlossen. So, Kaserne habe ich fertig. Ist das so blöd oder so eine Scheiße? Wir erzeugen Energie, verdammte Scheiße. Was? Laberst du? Drei, vier, vier Einheiten haben wir gebraucht, um das abzuwehren. Dann los! Was abzuwehren? Den ersten Angriff von denen. Nicht so hängen lassen, Marines! Ich weiß es nicht. Oh, hier waren es so Türme, die ich brauchte. Ja, bei mir auch. Ich hab dann später Türme gebaut. Ich hab dann. Erstmal das Upgrade für den Jackrabbit. Und dann habe ich zwei davon gebaut gehabt. Und dann meine Marines und die Türme. Das hat dann eigentlich gereicht. Erforscht. Mund halt mal zu. Naja. Okay, aber ich denke, die kommen gleich. Türme habe ich jetzt schon mal einen Auftrag gegeben. Die nehmen die Ressourcen nicht auf. Nehmen sie das auf. Ich werde meinen Wert beweisen. Ja, das tust du schon als Ghost von daher. Oh, haben wir Schilde für die Geschütze? Geschütz errichtet. Das ist dieses Weiße, was beim Geschütz jetzt dran ist. Haben wir noch einen Generator? Die kümmern sich darum. Perfekt. Geschütze stehen, das lässt jetzt hochlaufen, den Spaß. Ausrücken, Marines! Geschütz aufgerüstet. Okay, ich habe jetzt Infanterieabwehr geschützt. Generator errichtet. Vorne kommt durch die Mitte durch. Oder kommt was kommt? Kommt Infanterie. Geschütz errichtet. Mach mal was, go. Hallo Ghost, auf geht's. Ja, ich hab jetzt noch neutral geskillt, also ich bin noch nicht in irgendeine Richtung gegangen. Hau ab. Oh, ich hab Ressourcen. Och, Ghost. Jetzt kommen sie gerade. Marines, ja. Bodentruppen beschießen dich! Das gibt eine hässliche Narbe! Marines, sie landen die Befehle! Gib Gummi, Ghost!
Düs! Ich baue eine kleine Base hin, das ist eine Scheiße. Ja, das hat die heldenhafte KI gern. Sie baut ganz schnell vor Ort bei dir was hin. Meine Einheiten sind bereit zum Loot! Leg deinen Zahn wieder zu, Marines! Und ich will keine Besten mehr dulden, aufgezündet den Typen. Ausrücken! Wir haben ein paar Marines verloren! Du bist gar nichts, Kollege, das sage ich dir jetzt schon. Marines melden sich zum Dienst! Wir haben das Geschütz aufgerüstet! Gezogen, Leute. Wir haben ein paar Marines verloren! Extraktion nutze ich eh nicht. Das ist ein Ballett, Leute! Information bleiben! Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Wo hast du da Unterstützung, Julian? Nö. Okay. Man muss halt schreien, wenn man was braucht, gell? Ja. Ich nehme gerade in der Mitte des Dinger an den Energieknoten. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Der braucht echt lange. Sonst aber nicht mein Problem. Brauchen Sie etwas extra schnell erledigt? Dann mal los. Wir werden angegriffen. Kommen! Ja, der kommt bei mir auf der Seite. Jack Rabbit ist unterwegs. Hilfe? Nee, fährt wieder weg. Bereit, alles abzufackeln. Aber wir sollten den nicht den Energieknoten hier vorne lassen. Unterwegs. Marines werden angegriffen. Wenn sie brauchen, das machen wir, ist egal. Wollt ihr etwa ihre Zielscheibe sein? Bewegung! Ausrücken! Meinst du? Das können sie sich so schnell nicht da vorne in eine vorgeschobene Basis leisten, so wie es die vorher gemacht hat bei dir. Graben wir das Gelände um. Feind. Unsere Basis wird angegriffen. Okay, dann helfe ich dir mal. Werden von feindlichen Fahrzeugen. Feuerbasis errichtet. Du verlierst da vorne gerade zu viel. Schon dabei. Ich trete gleich jemandem heftig in den Arsch. Wir müssen unseren Weg gerade fahren, doch. Infanterie hat's erwischt. Meine Kiste hat schon bessere Tage gesehen. Räume den Punkt frei. Okay, nimm den Punkt einen da vorne. Ja, ich verkill ich die Einheit noch voll. Ich hab auch rechts neben mir einen. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Ich brauch's mir für die Grunts, das dauert mir zu lange. Ah, jetzt haben wir gar keine Grunt Party mehr. Manno. Hey, was? Ja, Dennis hat ja den Schädel nicht. Generator errichtet. Doch, ich hab einen Grunt-Schädel. Machen die Ruhe! Hab Feinde im Visier. Aber ich hab keine Grunts. Ja, aber der Gegner. Ein Allianzler. Auch for real, jetzt war echt wieder der. Aber wir spielen komplett gegen Mensch. In der Mitte kommt der Blaue. Auch ist Jäger, langsam reicht mir Spaß hier. Marines sind bereit! Scheiße. Jungs, gib mal einen Platz. Kicks. Aber der hat seine Dinger nicht abgegradet gehabt. Aber die könnte sich einnehmen, verdammt. Ja, mein Gott. Erstmal den Platz beschossen. Okay, der kommt mit fliegenden Einheiten schon bei mir. Unsere Basis wird angegriffen. Infanterie Level 1 erforscht. Oh, Hornets. Ui. Was haben wir denn da? Ziel ausgeschaltet. Generator Upgrade abgeschlossen. Geschütz errichtet. Nee, da waren meine Einheiten. Grade ich mal hier. Anführerpunkt erhalten. Ab. Oh. Geschütz aufgerüstet. Anfang ist der Strahl auch echt ineffizient. Anfang ist der Strahl ist echt ineffizient anfangs. Ach, da oben ist die Base, die halt keine Umrüstung auf jeden Fall, nur das Kinder.
Ich muss kein Ding erlauben. Okay. Ersten Angriff habe ich überlebt. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Schon die Base, die gehört nicht zu mir, die gehört mindestens eingeleibt. Los, Jäger! Oh, Junge, noch mehr, noch keine große Hilfe. Du kannst große Junge sein. Jo. Schau mal mit den großen spielen. Du hast den normalen Gegner, kannst du mit dem kuscheln. Generator Upgrade abgeschlossen. Generator Upgrade abgeschlossen. Oh, was ist los hier, was ist Scheiße? Ich bräuchte Hilfe. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Ja, Base, wollte eh mal ein paar neue Tricks ausprobieren. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Alter. Ich hab gar Nachschubmodul errichtet. Hey, Danai. Bis ich dir was rumgeschickt habe, vergeht der Tag, ey. Geld ist halt ein bisschen knapp. Geht? Julian, so. Das reicht. Da kommt noch mehr. Ja, weil ich für den Fahrzeug mir auch so gefasst habe. Anführerfähigkeit bereit. Scharfschütze bereit. Oh, ich hab das Alarmsignal hier, dim. Ja, das ist gut, wenn es dann ein Fach untergeht, aber das ist schon. Ach, Verglasungsstrahl. Scharfschütze meldet sich zum Dienst. So. Und die Base, das ist wichtig, dass die Base steht. Anführerpunkt erhalten. Nein. Unsere Basis wird angegriffen. Auch keine Wächter jetzt. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Hey. Upgrade erforscht. Ich habe mal Ziele noch hinzugefügt. Nachschubmodul errichtet. Oh, bei mir greifen sie jetzt voll an. Jetzt mein Schutz besser bei mir gebraucht. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Und der oberen Base bei mir. Rücke aus. Unsere Verbündeten sind in Schwierigkeiten. Ich bin einfach noch so auf meine Probleme eigentlich. Waffenkammer errichtet. Komm schon mit so einer Scheiße. Doppelte Heilung aktiviert haben die gerade. Ja, das hat sie kaum was ausgemacht. Voll auf Heilung, die. Ja, die haben doppelte Heilung gemacht, weiß ich. So schnell. Haben sich bei mir zurückgezogen. Der Feind kann angezählt werden. Könnt ihr mal gehen oder? Anführerfähigkeit bereit. Sagt alle hoch. Bereit, die Gegner zu neutralisieren.
Geschütz errichtet. Unfassbar, ey, unfassbar. Werden von feindlichen Fahrzeugen angegriffen, kommen! Garage errichtet. Errichtet, das heißt... Okay. Die Säcke kommen jetzt mit allem, was sie haben. So. Werden von feindlichen Fahrzeugen angegriffen. Komm, jetzt mit Flieger halt nur mit Alter. Alter, langsam ist auch echt die Alter. Nein. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Ja, die setzen uns aber richtig schön oder so. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Mhm. Garage errichtet. Scheiße, es braucht noch. Jetzt muss ich aber anziehen, ey. Anführerfähigkeit bereit. Ich habe mir durch meine Heimat würden deppen, ey. Anführerpunkt so. Erhalten. Lotusmine. Geschütz aufgerüstet. Geschütz errichtet. Der kommt durchgehend mit Wortwurst, das ist unfassbar, Typ, ey. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Upgrade erforscht. Endlich. Ich glaube, das hat voll lang gedauert. Ja, ich weiß, ja, ich bin auf dem Geschoss gerade deswegen. So, bauen wir natürlich den hier. Geschütz errichtet. Lass uns Sniper auf dem Weg da. Noch einer unter der Erde. So, ich baue Artillerie ein paar. Alle ein. Warthog bereit zum Loslegen. Luftfahrzeugdepot errichtet. Ich habe schon 4 Grizzlies. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Hoffentlich unsichtbar jetzt für euch. Fünfte Grizzlies, okay, fertig. Douglas 042, meldet sich zum nächsten Mal. Anführerfähigkeit bereit. Ich brauch so viel Strom. Strom habe ich viel zu viel. Och nö, Generator ist down. Luftfahrzeug Level 1 erforscht. Logistik Stufe 1 erforscht. Verdammt! Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Bisschen. Och, das ist weg. Ihr blöden Deppen, ey. Okay, der hat mehr als ich gerade. Trianguliere Ziele. Spartner unter Beschuss, wiederhole! Spartner unter Beschuss! Marines melden sich zum Dienst! Du hast hier den falschen Flugraum ausgesucht, um durchzufliegen. Okay. Wow. Ich habe feindliche Fahrzeuge an mir dran. Oh, das ist deine Basis, wird aufgegangen. Befestigungslevel 1 erforscht. Oder? Wo? Basis ist gerade draufgegangen. Irgendwo kam gerade Basis drauf. Kommt hier wohl nichts bei mir. Oh, oh, der blaue kommt jetzt. Doch, das ist der fliegt zu dir. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Die Frage ist nur, zu wem er geht, ne? Besitzer, ich glaube, der kommt zu dir, der Typ. Feind in Sicht! Ja. Unsere Basis wird angegriffen. Wolverine meldet sich zum Dienst. Eine
feindliche Lufteinheit will mir nicht von der Pelle rücken. Geschütz errichtet. Der Zustand unseres Wagens ist kritisch. Okay. Jetzt kriege ich. Anführerfähigkeit bereit. Bodentruppen beschießen mich. Feinde sollten hier kommen. Ja, Wolverine hier. Zeig mir meine Ziele. Anführerpunkt erhalten. So. In Bewegung! Vergesst mich hier nicht! Luftdepot. Ich weiß, ob genommen der ist. Gausskanone erforscht. Oha. Hier ist schon ein Grizzly, wo steht der Grizzly Bear? Ach, der hat bei mir Aua gemacht. Level 1 erforscht. Ja. Level schon aus dem Maul. Okay. So, ich brauch noch 300 Strom. Abschluss meines Ziels bestätigt. Ich muss schon zwei upgraden, damit ich spawnen kann, was ich brauch. Nightingale bereit. Was muss hier flink werden? Hier wird es wieder die zum Dienst. Fahrzeug zerstört! Verlassen Sie sich drauf. Fahre los! Wolverine steht unter Beschuss. Komm, Eiltempo! Oh. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, das ist schmerzhaft. Da kann ich da auch nicht machen, sowas. Ah, Dreck, Dreck, Dreck. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Mögen dich, das habe ich schon gesehen. Ja, seitdem er sich getarnt hat, der Kleine. Anführerfähigkeit bereit. Verteidigungsraster erforscht. Mitten im Dings meiner Basis sind sie aufgeportet. Unsere Verbündeten sind in Schwierigkeiten. Nee, der Julian hat sie weggeportet. Nee, hab ich nicht. Das war das Beispiel, das hab ich nicht. Feindliche Fahrzeuge verfolgen mich. Ich weiß nicht, das ist immer was auf Upgrade die ganze Zeit. Aber ich hab's mal kaputt gemacht, ein bisschen. Anführerfähigkeit bereit. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Was macht Scheiße gerade jetzt? Zurück! Ich hab dir mal ein bisschen runter, dass auch nicht ja, meine andere Basis geht aber drauf. Ja, was macht jetzt nur das da, was ich machen kann hier? Bursche, melde dich zum Einsatz. Sag, nee, bei mir ist gerade nichts bereit. Zu helfen. Ich konnte die Panzer wegmachen, ich hoffe, das hilft ein bisschen. Der Zustand unseres Wartens ist kritisch. Guck mal, schon mal, der hat das abgekackt, aber ey. Nee. Ja. Wir haben einen Warten an den Feind verloren. Das macht der unsichtbar, das ist ja übel. So. Ey, war schon mal vor mir. Aber ganz knapp. Da war ich jetzt ganz knapp vor mir, hey. Also, guck mal, sowas daher. Wenn es schmerzt, dann bist du doch am Leben. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Oh. Befestigungslevel 2 erforscht. Also wenn ihr mir keine Einheiten schickt, dann ist die Base futsch. Ja, ich könnte ein bisschen wegporten. Ja, wir haben gerade selber bei uns, weil bei mir ist gerade hellblau in der Basis. Ja, ich hab schon gefordert, dass wir jetzt ein bisschen was setzen lassen kann, ein bisschen. Okay, dann machen wir hier mal Feuerwerk. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Deswegen hab ich gerade, das haben wir nicht so geportet, deswegen. Reparaturdrohnen unterwegs. Okay. Nein! Geschütz errichtet. Au. Autsch, das tat weh. Was
hat echt wild, das Problem. Oh, schmerzhaft. Wir haben ein Gebäude verloren. Aufgepasst, Feinde gesichtet. Wie kann ich das an, dieses scheiß Teil? Stört. Feindliche Truppen beschießen mich! Ich benötige sofort! Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Nightingale wird aus der Luft beschossen! Brauche Anweisungen! Ah, scheiße. Also mich haben sie. Mich haben sie vorne down. Unsere Basis wird angegriffen. Unsere Verbündeten sind in Schwierigkeiten. Und sie kommen jetzt zu mir. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Anführerfähigkeit echt bereit. Alle drei auf dich. Shit. Ich bin gerade schnell der Straße drauf. Ich hab diese Frage gerade. So. Aber sie gehen auf den Besten. Das ist schon mal eine kluge Taktik. Natürlich. Wir haben auch vorhin festgestellt, der Schwächste wird schlecht gewinnen. Wollen wir doch. Vorher waren wir doch d'accord. Ja, das ist doch einfach das KI, deswegen weiß ich noch, das war nicht einfach das KI. Ach, deshalb sind die Schüsse hier da, ha? Feindliche Fahrzeuge nehmen mich unter Beschuss. Natürlich. Aua, aber das ist voll so scheiße. Anführerpunkt erhalten. Schickt mir mal 1000 Versorgungspakete. Versorgung. Ich bin gerade dabei, erstmal ganz damit zu stellen. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ihr Verbündeter hat ihm Nachschub geschickt. Ihr Verbündeter hat ihm Nachschub geschickt. Okay, danke. Alter. Luftfahrzeug Level 2 erforscht. Oh, Anführerfähigkeit Junge. Bereit. Ach komm, beweg dich. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Nur noch Masse statt Klasse, ey. Sag mal, ich verzieh mich mal in der Runde zu mir, meine Base. Ich muss einen Produkt zu reproduzieren gerade. Marines! Ausrücken, Marines! Der Angriff war so ein bisschen krass. Was fehlt mir? Unsere Basis wird angegriffen. Davon ich habe aber die Feindbasis auch kaputt. Und wirf. Also, ja, Anführerfähigkeit bereit. Nachschubmodul errichtet. Zugriff auf was? Okay, hier kann man gar nicht durch. Oder? Wo denn? Hier ist ein, hier ist eine rote. Da kann man, deshalb kommt der mit Flieger zu dir, weil er rechts nicht durch kann. Da ist ein rotes Energieschild. Okay. Hier, das Problem ist, die laufen durch das Portal hier vorne mal durch. Ja, das habe ich gemacht. Deshalb platziere ich mich jetzt mal hier. Volltreffer. Dagegen zwei solche Elite-Einheiten hat er halt keine Chance. So, Luftdepot. Feuerbasis errichtet.
ein Grizzly von mir ist gekapert worden. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Ein gegnerischer Spartan ist am Boden. Jo. Oh. Mach mir da Großangriff. Noch nicht ganz. Mitkommen. Unsere Basis wird angegriffen. Gegner erledigt. Ich werde mit der Leiter noch zusammen. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Aber irgendwann müssen wir mal vorrücken. Ja. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Oh, sie haben mich alle gerade gefickt. Du kommst auch zu mir. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Was ich brauche, oder ich muss zurück zum Portal. Denn die haben gerade alle drei ihre Bombenstäbchen auf meine Truppen gelegt. Ja, ich hab ein Problem gerade, weil ich bin von meiner Haustür. So, habt ihr mal Verteidigung geschickt? So, dann kann ich den zurückziehen. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Ey, die Pioniere sind was durch mit den Pionieren. Kann ich machen, was ich will. Bild. Apex. Nachschubmodul errichtet. Anführerpunkt erhalten. Nightingale ist bereit. Wo soll ich hin? Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Geschütz errichtet. Unsere Basis wird angegriffen. Reparaturdrohnen unterwegs. Dennis, wir sind bei dir drin. Ja, ich weiß. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. So. Nightingale bereit. Was muss gepflegt werden? Wir haben Feinde gesichtet. Übertrage die Koordinaten. Wie soll die Abwehrsysteme durch die Luft? Ich müsste selbst mal repariert werden. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Anführerfähigkeit bereit. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Die haben mich jetzt komplett zerlegt da oben. Uiuiui. Artillerie nimmt mich hier oben ins Kreuzfeuer! Verdammt, Fahrzeug ausgeschaltet! Anführerfähigkeit bereit. Der Feind schießt auf mich. Anführerfähigkeit bereit. Ah, die haben einen Special-Einheit gekillt. Na, meine auch. Bin aber schon geschaut, der neue. Modul errichtet. Okay, 900 Energie. Auf jeden Fall upgraden. Nachschubmodul errichtet. Nachschubmodul errichtet. Unsere Basis wird angegriffen. Aber der Junge geht gut vor. Jetzt so. Ja, ich bin rechts in die Flanke gegangen und habe da die Feindbasis zerstört. Und der Junge geht gerade über die Mitte. Oh ja. Splittersprenggranate erforscht. Mein Vortrag noch schon gar nicht mehr. Doch, hab ich. Der nicht.
Nee. So. Ich bin ja die ganze Zeit beschäftigt hier. Upgrade erforscht. Geschütz errichtet. Kann ich gar nicht machen. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Wenn du einen Teleport brauchst, wenn du Teleport brauchst, dann ist wahr. Wie bitte? Wenn du einen Teleport brauchst, musst du beschatten, wenn du einen Teleport brauchst, meine Unsere Einheit. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Ich versuche hier Stand zu halten, solange es geht. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Komm, mein Kondor ist wieder da. Luftfahrzeug Level 3 erforscht. War kaputt, das Ding, ey, der haut ab. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Warum haut denn der ab? Mir und Julian doch. Entgegensetzen, ha? Huh? Nee, weil mein Kondor da ist. Also meine Ulti-Einheit. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Okay. Julian hat auf jeden Fall einen getötet. Nee, der lebt noch. Nee, das ist nur eine der Basen gewesen. Ziele gesichtet. Durchladen und entsichern. Da war einen getötet gehabt, aber dann haben sich alle drei gegen mich gewendet. Ja, dann Spaß hat auch einen Spaß, dann Spaß. Das Problem ist, die bauen sich ja immer gleich wieder neu auf, also... Oh. Flügelmänner erforscht. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Anführerfähigkeit bereit. Fuck. Alle Wächterpunkte. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Nachschubmodul errichtet. Klar. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Legion, na dann. Anführerfähigkeit bereit. Kriegsrat. Feinde gesichtet. Gegner erledigt. Anführerfähigkeit bereit. Natürlich kommt es zu mir, jetzt gedacht. Nicht zu hängen lassen, Marines! So. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Upgrade erforscht. Sniper könnte ich da hinstellen, oder? Geschütz errichtet. Kannst du eine getarnte Einheit an den Teleport schicken? Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. An welchen Teleport? Den da bei uns oben, die zwei. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Gegner erledigt. Oh. Oh, unsere Basis wird angegriffen. So. Und meine Dings dürften auch zu dir jetzt rüberschießen immer, ne? Mehr Artillerie. Diese Penner haben ihr Fahrzeuge auf den Hals gehängt. Komm, ihr wird von Bodentruppen angegriffen. Generator-Upgrade abgeschlossen. Gut. Ja, die kommen hier nicht durch. Ey, wo fließt denn du hin? Oh, Junge, Junge. Geschütz errichtet. Jetzt haben wir es langsam. Oh, zwei Ultimate-Einheiten. Gegner erledigt! Lol. Na dann. Ja, die sollen mal durchkommen.
Marines melden sich zum Dienst. Hilfsdrohne erforscht. Upgrade erforscht. Marines sind bereit. Marines. So. Dann los. Ich gehöre in Angriff. Geschütz errichtet. Warte mal, kannst du noch kurz warten? Ja, ich werde es eh noch so machen, von daher. Fahrzeug Level 1 erforscht. So, aber mir sieht es jetzt wieder besser aus. Werden von feindlichen Fahrzeugen verloren. Leg deinen Zahn zu, Marines! Reparaturdrohnen unterwegs. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Leitling meldet sich zum Dienst. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Kann ich jetzt nicht drauf sparen? Feinde gesichtet! Jetzt haben wir das Portal unsichtbar für dieses Portal. Unsere Basis wird angegriffen. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Fahrzeug Level 2 erforscht. Ach, fuck, ey. Geh mal was Mitte vor. Marines melden sich zum Dienst. Unsere Verbündeten sind in Schwierigkeiten. Anführerpunkt erhalten. Nein. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Heil dich. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Upgrade erforscht. Tja, gegen zwei Ulti-Einheiten. Das ist halt doch schwierig. Ein feindlicher Kondor beschießt mich. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Komm, du hast es gehört. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Warum? Jetzt geöffnet. Zug. Ich sehe etwas. Unsere Basis wird angegriffen. Oh, was ist dann rausgekommen? Oh, fuck, scheiße. Oh, da, bei uns ist noch eins. Oh, in meiner Basis ist jetzt ein dickes Vieh drin. Ja, mein Scrap. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Ja, mal Heilung lücken. Hier ist mein Scrap. Was ist jetzt schon wieder? In Bewegung. Scrap ist down. Nein. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Temperaturdrohnen unterwegs. Wir haben einen Kondor abgeschossen. Verstanden. Begebe mich zu den Koordinaten. Okay, Kondor ist down. Drücke aus. Luftangriff auf den Vulture. Unsere Verbündeten sind in Schwierigkeiten.
Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Nachschubmodul errichtet. Ja, ich hab mal das Auto auf mein Laser. Gut, gut. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Vielleicht den Captain Carter daneben dran ist. Ja, ich muss euch gucken, das ist brutal. Das ist nicht komisch. Oh, wieder voll. Ich glaube, wir noch Reaver brauchen, okay. Anführerfähigkeit bereit. Zum Glück hatte der mich so lieb, da hat er euch in Ruhe gelassen. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Geschütz aufgerüstet. Weil gegen zwei Kondore kommt halt echt nicht mehr gut an. Ja. Nochmal schnelle Heilung für dich. Aber da ist ein blaues Licht von mir. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Ein gegnerischer Spieler wurde eliminiert. Ah, ich hab den komplett aus dem Spiel genommen. Nachschubmodul errichtet. Ich komm auch mal. Geh du über links. Ich bin schon da. Also bin schon da. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Ganz rechts könnte nur einer sein. Ein gegnerischer Spieler wurde eliminiert. Ja gut, dann ist nur noch der rechts. Drücke aus. Hormon voll weg. Lokale Einheiten. Außer Scrum, da kommt mit Vollschuss aus Scrum. Och, da kommt er. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Verstanden. Lokale Einheiten. Das ist ja wohl das schlechteste Portal aller Zeiten. Verstanden. Begebe mich zu den Koordinaten. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Verstanden. Begebe mich zu den Koordinaten. Die letzte Gegnerbasis wird angegriffen. Ah, da sagt sogar der letzte Gegnerbasis. Ja. So. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Anführerfähigkeit bereit. So, auf der Runde wie Feuer. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Nochmal Tagel von oben. Bam, 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 bam. Sauber. Ei, ei, ei. Ein Feind hat alle seine Basen verloren. Tja, ihr kämpft, yes. Ich mach's. Platt. Doch, müsste, oder? Nee, da muss noch irgendwo was haben. Lokale Einheiten. In Bewegung. Anführerfähigkeit bereit. Jetzt weiß ich, was die mir weggespielt haben. Das sind aber keine auch hier vielleicht. Lokale Einheiten. Verstanden. Oh. Na, jetzt hängt's. Ja. Sieg. So. Ah, hast du ihn gefunden? Er hat nur gefunden. Das Geld, das er verloren hatte. Du, jetzt hat man am Ding auf dem Netzwerkknoten. Ich halte nicht viel von Lobreden, aber das war fantastische Arbeit. Also, Glückwunsch. Ja. 188 zerstörte Einheiten und nur 31 verlorene. Patient siegt. Alter, Falter, ey. Aber du hast Energie erzeugt, das ist ja Wahnsinn, ey. Ja, generell hast du viel mehr gebraucht. Erzeugt. Die Energie, aber braucht die Energie. Gut, aber dafür hast du aber auch viel, viel zerstört. Ja. Ich hab plus einen Punkt Unterschied. Also, du hast plus eine Einheit mehr zerstört. Aber verloren hast du halt viel. Ja, klar, weil ich habe erst ein Gefühl voller Rhythmus, und dann kam auch wieder der Bombenteppich bei dir.
Der dreifache Renner kann auch von mir die Ulti an von dem anderen mit seinem blöden 4 Kondor und da weiß ich, hatte ich sowieso ein Problem. Und letztes Mal ist drauf gegangen. Wenn mehrere von denen Kondoren kommen, dann bin ich eh am Arsch. Warte mal. Einer ist schon schwierig, aber wenn zwei kommen, dann ist schon. Dann hast du nee, Problem. Das war die Ultis, weil da wurden die vier um dich rumkreisen die ganze Zeit auf dich schießen. Das ist ja ein Pelikan. Ist ja was anderes. Waren es vier Pelikan, aber trotzdem war schon hart nervig. Ja, die sind da. Da kann ich ja davon wegrennen. Nicht, wenn sie in der Basis sind. Ja, das ist kacke. Das kam am Angriff, deswegen, ich war im Angriff. Und dann konnte ich schlecht wegrennen, weil ich war von hinten. Das hätten sie bei mir auch 100 Mal gemacht. Oder den Schwarm hätten sie oft eingesetzt. Ja. Ich auch mal nervig. Glaube ich doch. Aber so an sich war es, ja. Fordern, ne? Aber nicht, ja, weiß nicht. Ne, alle drei auf Heldenhaft hätten wir wahrscheinlich nicht überlebt, oder? Die Anfangszeit. Wahrscheinlich mit einer besseren Map. Weil ich hätte in der Mitte gar keine Chance, groß was zu machen. War mein Glück, dass ich so ein Spieler bin, der mit wenig Ressourcen auskommt. Weil in der Mitte, wenn du einer bist, der Julian, der Ressourcen braucht, bist du in der Mitte total aufgeschmissen. Ich verstehe eh nicht, wie du ohne Ressourcen auskommst, aber... Ja, ich bin halt gut. Aber Energie, da hast du nicht mehr arg viel mehr gebraucht. Also, was ich viel mehr gebraucht hätte, war erzeugter Nachschub. Weil ich andauernd Einheiten rausholen musste zum Verteidigen. Das Krasseste war ja nachher, als sie dann wirklich noch zu dritt auf mich losgegangen sind. Sicher, ich habe das sogar viel, viel weniger gebraucht, als ich produziert habe. Der mal 1000 geben, hatte dann noch 5000 übrig. Als ja, ich dir die 1000 gegeben habe. Mit denen konnte ich dann diese Spezialeinheit kaufen. So, ja. Da, wo du gesagt hast, ich hätte gern 1000, da habe ich gesagt, oh, guck aufs Konto, 7000, hier, nimm mal. So, wollen wir noch ein Match machen, oder? Aha, jetzt wissen sie nicht. Sollen sie nicht? Nee. Es ist schon spät. Okay. Dann ich muss ja mal den Render anschmeißen. Jo, dann beenden wir den Stream mal. Dann sage ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die ersten zwei Matches waren natürlich nur Show, aber... Boah, der Tippe. Natürlich, hat er aufs Maul bekommen von vorne bis hinten. Und wir sollen uns endlich mal unsere Bilder machen. Ja. Jo, aber ihr seht, läuft. Spiel macht Spaß. Würde noch besser sein, wenn diese Ruckler nicht wären und das Spiel flüssig und laufen würde. Und nicht, wenn du jetzt auf Menü drücken würdest, es abschmieren würde. Ja, deswegen mache ich das ja nicht mehr. So klug bin ich schon. Also letzte Abmoderation habe ich drauf gedrückt und dann war ich auf dem Desktop. Ich habe zwar einen schönen Desktop-Hintergrund, aber nee. So ging es mir bei der... Was? Bei Episode... 4 oder 5? Bei einer von beiden ist mir so gegangen. Was bockt? Oh shit. Mach schnell die Admod. Ja. Jo, das Video von Ralf und Julian zur Kampagne wird, schätze ich mal, ab nächste Woche verfügbar sein. Ja, ich glaube, das kommt kriegen wir hin. Wann du es freigibst. Ja, gar dann... nicht, weil er nur alleine schafft sein will, deswegen. Ja, erstmal muss ich es natürlich selber gucken. Ja, aber das Problem ist halt, du darfst halt auch nicht zu lange warten, weißt du? Ja, wir sind eh schon das spät dran. Das ist nur Content von mir. Nee, ja. Also eigentlich theoretisch müsste das morgen oder Montag spätestens rauskommen, die erste Part. Ja. Ja, aber ihr müsst das noch rendern, hochladen, also verspricht den Leuten nicht so viel. Dann ich stürzt es ja, wieder in den letzten 5 Minuten ab. Also. Es wird, wenn es fertig ist. Aber wir arbeiten dran. Stets bemüht. Ja. Wir kennen das Problem, wir arbeiten dran. Stefan, das auch immer dran. Also, wenn du mehr sehen willst vom Ralf, vom Julian, dann musst du den Abo-Button drücken. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, musst du das nächste Mal einschalten. Aber den Abo-Button darfst du natürlich auch drücken. Ja, ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, like es, weil wenn du es likest, dann sehen das andere Leute auch. Und das verbreitet sich dann einfach. Wie ein kleiner Virus. Und das war's dahinter. Wie bitte? Und das ist das Internet, das ist zum Virus wird, das ist das dahinter. Ja.
A Brain Virus. Ja, das ist ein Virus, wir haben ihn in der Hand. Ja, ich arbeite mit Siri zusammen. Wir wollen die Welt verbessern. Jeden Tag wird sie besser ein Stück. Gut, dass du mit Siri verkackt hast gerade vorhin, von daher. Also, dann beenden wir den Stream für heute, machen Feierabend, gehen ins Bettchen und so weiter. Jetzt mal muss ich mal gucken, welche Schlaflieder ich den Julian noch vorsinge. Also, gute Nacht. Gerade voll gekommen, rummotzen, ey. Unfassbar, Tibbe.